Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Und unsere Beeren sind jetzt hoffentlich fertig. Oh, natürlich. Yay, unsere Zitrobeeren sind fertig. Oder nee, Amrenner-Beeren sind's. Nehmen wir sie mit. Verdammt, dann. Das ist heute der XXXXXL-Part mit dem Surfen und so. Ja, wir bringen das hinter uns, würde ich sagen. Ich setze Niatom hierfür an erste Stelle. Niatom ist hier. Tausch mit Tropius. Absolventin die Box ablegen. Ups. Mein Mikrofon ist mir gerade von meiner Halterung runtergefallen. Für die, die es wissen wollen, warum gerade so ein Geräusch kam. So, ich lasse, wie gesagt, Absol in die Box, weil Absol schon ein gutes Level hat. Und wir möchten ja noch alle Tauchstellen anschauen. Pokémon bewegen und jetzt nehmen wir unser Voltenzo mit, ja genau. Und lassen Absol hier. Makuhita brauchen wir, weil es unser Surfer-Pokémon ist. Und vielleicht auch noch unser Stärke und VMs und Stärke und Zertrümmerer Slave werden. Wird oder ja. Boah, heute war ein aufregender Tag für mich. Ich habe Slender aufgenommen. Das 50-Abo-Special. Boah, also dieses Spiel, das hat mich echt fertig gemacht. Ich habe nur eine Seite sammeln können, weil das Spiel so gruselig ist. Boah. Ich glaube, ich sollte noch Schutz einkaufen. Ich glaube, das mache ich jetzt noch schnell, wenn wir schon dabei sind. Also, auf in den Markt. Geht der ganz schnell. Ich glaube, das müsste der zweite Stock sein. Hier müsste es sein, wenn ich mich nicht irre. Jawohl! Kaufen wir uns gleich den besten Schutz und zwar. Na, wie viele Wasserrufen sind es denn? 25. Okay. Das müsste reichen für die Wasserrouten. Wir haben ja noch einen normalen Schutz bei uns. Die müssen wir auch noch ausgeben oder beziehungsweise verschwenden, damit wir den Slot im Inventar frei kriegen. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Also das wird ein sehr langweiliger Part. Ja, scheiße, ich wollte ja was vorbereiten, habe ich nicht gemacht. Ich bin so vergesslich. Na gut, über was reden wir denn heute? Ich glaube, ich schalte meinen Fernseher an und schaue nach, was es alles gibt. Haben wir Schutz aktiv? Schutz, nehmen wir mal den normalen Schutz, damit wir die schon mal weg haben. Ich schalte mal schnell meinen Fernseher an, Moment, der ist ja da gleich nebenan und hier ist eine Tauchstelle. Wer ist das jetzt? Tauche ein! Verdammt, es dröhnt so sehr. Also gut, ihr seht unter Wasser. Ist hier so Seegras, das hat man im Saphir-Let's Play nicht sehen können, weil unter Wasser es verbuggt war und der Nebel, der uns, ja, alles versaut hat. Aber jetzt sehen wir die Tauchstellen, finde ich ganz cool gemacht. Und schauen wir mal nach, was es für Pokémon gibt. Hier gibt es Perlus und Lanturns. Ne, Latus heißt Latu. Latu, glaube ich. Ne, Latu heißt es nicht. Ja, irgend so ein Wasser-Pokémon halt, ne? Achso, ja, wir haben Schutz aktiv. Das war, ist natürlich logisch, dass hier jetzt gerade nichts auftaucht. Aber jetzt muss was auftauchen. Hier ist wahrscheinlich ein verstecktes Item. Grundstück können wir austauschen und dafür kriegen wir einen Stein. Yay, ein Stein ist immer gut. Ja, und da taucht endlich ein Pokémon auf. Ist ja mal cool. Und es ist ein Lampi heißt es Pokémon. Okay, das meinte ich. Lampi. Lampi! Lampi! Ich würde sagen. Das war Kaskade, was rauskam. Tja, Aquacanner funktioniert nicht. Wir müssen uns einen Relikant fangen. Ich sag immer noch Relikant. Für die Regis, da brauchen wir nämlich ein Relikant. Ich glaube, ich spiele da mal, weil dieses Pokémon taucht sehr selten auf. Das ist ein Lampi. Lass mich fliehen! Lass mich fliehen! Du kannst es vergessen, ich greife nicht an, weil ich mich eh selbst verletzen werde, wie ich mein Glück kenne. So! Nein, Lampi, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, danke. Perlo wollen wir auch nicht, aber das ist Pokémon, das wir mit dem Abyss-Zahn oder mit der Abyss-Platte entwickeln können. Nein, Perlo, lass mich. Ist aber ein schönes Pokémon. Unter Wasser sieht es ganz schön, ja, ich sag jetzt mal harmonisch aus. Das vermisse ich so ein bisschen in den anderen Generationen. In der vierten und in der fünften habe ich es ein bisschen vermischt. Vermisst. Ja gut, in der fünften war es nur ein bisschen,
Unterwasser-Dings dabei, aber ja, eher wenig. Da gab es ja nur die Unterwasserruine und die war eher ganz kurz. Ja, ganz kurz gemacht. Ich sepp hier gerade durch die Kanäle neben zu. In der Hoffnung, dass ich was finde, was hier, über was wir diskutieren können. Wenn man keine Ahnung hat, was man diskutieren soll, fragt das Fernsehen. Okay, also ich bin hier momentan bei lauter. Ich will N24 haben. So, hier. Oh, Sonnenklar TV. Buchen Sie eine Kreuzfahrt nach Dubai. Na, das wollen wir hier doch nicht. Fliegen wir mal unter Wasser, das ist total logisch. Unter Wasser kann man immer fliegen. Sogar Menschen können unter Wasser fliegen. Politik, das wollen wir ja auch nicht. Brandenburg aktuell, nein, danke. Lara Croft, Tomb Raider. Hey, cool. Ich glaube, das lasse ich mal. Ich habe den Film noch nie gesehen, muss ich sagen. Scheiße, warum setze ich Zauberblatt ein? Überleb! Na toll, da war ich einmal einen Moment nicht aufmerksam und dann mache ich so eine Scheiße. Ich will einen Relikant. Relikant! Relikant, komm her! Ich hab's nicht so gemeint, es war nur ein Versehen, ich wollte dich nicht töten. Es war nur ein Versehen. Nein, nein, danke, schick jetzt nicht deine Kollegen auf mir auf den Hals. Relikant. Nicht Perlu, Perlu ist schwul. Na los jetzt. Los. Relikant. Nein, nicht Perlu. Es tauchen aber auch selten Pokémon unter Wasser auf. Hallo, Seegas. Kann man das Seegas eigentlich durch Zerschneider entfernen? Würde mich mal interessieren. Hallo, jetzt sag, geh weg. Ey, was heißt, geh weg? Nein, ja, geh weg. Genau, das habe ich schon mal vorher gesagt. Das geh weg. Hallöchen, jetzt aber. Relikant. 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 Relipikant. Nein, nicht Perlu. Ich mag keine Perlen. Ja, doch, eigentlich zum Verkaufen, aber ansonsten nichts. Nicht Perlu. Habe ich übrigens in meiner weißen gar nicht Perlu. Wollte ich für meine weiße Edition. Da habe ich ja fast jedes Pokémon. Habe ich die Hälfte aller Pokémon, muss ich sagen. Jetzt aber komm schon, Mensch. Relikant. Ich mache jetzt Pause und nehme es wieder auf, wenn ein Relikant auftaucht. Boah, das hat jetzt lange gedauert. Hier ist jetzt eins aufgetaucht. Mit Level 35 sogar. Ich würde sagen, fangen wir es. Und zwar bin ich jetzt ganz vorsichtig mit dem Fangen. Und zwar setze ich einfach mal, weil ich so jetzt zahm mit dem Umgehen, unser Logok ein. So, Logok. Fingerspitzengefühl ist hier jetzt angesagt, ne? Oh Mann, du senkst unsere Initiative. Voll heftig. So, Netza. Stärke! Aber nur ganz sanft. Nicht wehtun, ja? Gut. Aber das war zu schwach. Mensch, Logok, nicht so schwach. Du sollst das schwach machen, aber nicht so schwach. Hier, das hier ist ein Beispiel. Hitzekoll unter Wasser. Oh Gott. Es wird lange dauern, bis wir das haben. Dieses Schlitzaugen-Relikant wäre das perfekte Pokémon für Rocco. Es ist ein Gesteins-Pokémon und hat Schlitzaugen. Perfekt wie für Rocco, muss man schon sagen. Das ist doch kein Tomb Raider, was da läuft, oder? Ja, komm, schau jetzt was anderes an. Ich bin ja auch nicht so der Tomb Raider-Fan. Oder überhaupt nicht, sagen wir es mal so. ich schmeiß jetzt einfach mal einen Stein, um zu schauen, was kommt. Tauchball. Tauchball. So, und jetzt leise bitte. Da war wohl einer von euch nicht leise, was? Ihr müsst leise sein, sonst erschreckt ihr das Pokémon auch im Ball. Mensch, Leute. Okay, dann eben einen. Ja, Netzball kann man auch verwenden, weil der Irrelikant ja ein Wasser-Pokémon ist. Aber ich möchte zuerst es noch weiter schwächen. Wir haben ja unser. Wir können ihn ja noch im Statuswert verpassen. Donnerwelle zum Beispiel. Nein, jetzt aber. Auf zu gähnen, Mensch. Wach auf, Logok. Schlafen kannst du später, wenn ich nicht mehr aufnehme. Dann kannst du so viel schlafen, wie du willst. Du lässt dich doch jetzt nicht von einem Relikant killen. So, das ist der Zorn von Logok. Nein!
Ich sagte doch nicht so stark. Ach, wisst ihr was? Ich fange Relikant später. Machen wir jetzt einfach mal die Wasserrouten, ansonsten dauert dieser Part noch Millionen Jahre. Ich hasse dich, Lorbach. Warum ein Volltreffer? Oh, scheiße. Okay. Ach, scheiße, jetzt müssen wir wieder einen Schutz einsetzen. Schönen Dank auch, Lorbach. Du hast mir meinen Relikant gekillt. Das ist Team Killen. Team Kill, ja. Meine Schwester ist stark. Fall bloß nicht, wenn du verlierst. Ich hab verloren. Es läuft auf Pro7. Galileo. Ah, schau ich das an. Da gibt es auch interessante Themen. Oh, da sieht man gerade den Vogel fliegen. Interesting, interesting. Ah, verdammt, Carnivana, da wechsle ich lieber. Oder wisst ihr was? Ich riskiere einfach mal Schutzschild und Doppelkick auf Carnivana. Dadurch geht Lorax zwar down, aber es ist ihr auch egal. Immerhin ist Carnivana down, weil dann Carnivana kann unser Nioton mit Knirscher killen. So, das war's, Lorax. Tschüss. So, jetzt kriegen wir natürlich die volle Erfahrungspunkteanzahl und erreicht Level 36. Okay, was nehme ich denn jetzt anstelle von Lorax? Voltenso. Elektro gegen Elektrowasser. Haha, denkst du, mein Pokémon kannst du nicht verwirren. Und jetzt, Geheimpower. Da kommt Surfer. Nee, scheiße, Surfer würde mein eigenes Pokémon. Nee, tut's denn nicht. Okay, Toxin und Donnerblitz. Ah, scheiße, scheiß Fähigkeit. Das hat seine Fähigkeit dann. Erst Synchron, jetzt diese Voltabsorber. Und jetzt auch noch Paralyse. Schönen Dank auch. Ich liebe dich, Lampi. Lampi! Ein Pokémon aus der zweiten Generation. Das entwickelt sich zu Lantern. Yay! Also gut, Lampi. Jetzt wirst du leiden als. Als Strafe, weil du mein Voltenso paralysiert hast. Nein, nein, nicht Ninja Tom! Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Nicht selbst verletzen! Danke! Danke, Lampi, ich liebe dich. Du bist das geilste Pokémon auf der Welt. Also, Tropius, mach du ihn alle. Gott, das Level ist ja krass. Level 36. Zauberblatt! Und Rotzokieb. Ja, ist gut, dass wir unsere Pokémon jetzt trainieren. Wir sind ein bisschen unterlevelt. Und der setzt nur Konfusstrahl ein. Das macht mich ganz konfus. Tropius ist verwirrt. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Natürlich. Das ist das Let's Play Glück, was Verwirrung angeht. Jede Verwirrung killt sich selbst. Oder killt meine Pokémon. Oder fast jede Verwirrung. Und tschüss, Lampi, du scheiß Pokémon. Ich hätte dich am liebsten noch weiter leiden sehen mit Toxin und so. Oh, meine Schwester wird mich fressen. Seid Bitch, mit Mistram! Hier scheint es keine weiteren Trainer mehr zu geben. Ich schaue jetzt mir bewusst den Rand an, weil der am Rand sind am meisten versteckte Trainer, sag ich mal. Schutz wirklich mehr. Ich glaube, ich fliege sogar jetzt mal zurück nach Moosbach City, weil unsere Pokémon ein bisschen angeschlagen sind. Okay, Moosbach City. Yay, Moosbach City! Hey, hi meine Pokémon, Bitch! Biatch! Ich heiße nicht Biatch, ich heiße Biatch! Zufall, zu viel Waititi gesehen. Ich glaube, ich schaue mir diesen Ort hier an. Also ich, keine Ahnung, ich meine jetzt die Wasserrouten irgendwie durcheinander, weil ich mich hier nicht auskenne in den Wasserrouten, weil ich die ja noch nie gemacht habe, so richtig, also nicht so richtig, dass ich alle Trainer ausgeschaltet habe, das habe ich noch nie gemacht. Okay, wo geht's hier lang? Nirgendwo. Hier geht's ins Nevada lang. Und hier? Hier? Geht's hier lang? Hier ist ein Matrose. Ahoi, ich bin ein rabeniger Matrose. Ich habe die Waldmeere umsegelt. Aha, okay, interesting. Also, das ist ja so langweilig bis jetzt. Kämpfe. Was kommt denn? Oh nein, ich schon wieder Wengal. Ich hasse Wengal. Nein, wenn wir die dann nicht mehr begegnen, wenn wir die Wasserrouten haben. Ja, doch, vielleicht noch ein, zwei Mal
in Ximero will, aber ansonsten gar nicht mehr. So, Voltenzo, komm her. Ich schaue jetzt wieder ein bisschen durch die Kanäle. Weil das Galileo ein bisschen öde war. Ich will ein 24. Aber da läuft so eine scheiß Werbung, die kein Schwein anschaut. Oder schaut ihr Werbung an? Dauerwerbesendungen? Ich nicht. Okay, ich mache jetzt mein PC aus. Oder ich meine mein Fernseher. Weil da läuft nichts. Nur Werbung, Werbung, Werbung am Sonntagabend. Ja, weil das die meisten Leute einschalten. Ist ja logisch, damit die mehr Kohle machen. Die Welt dreht sich heute nur um Kohle. Ohne Kohle kommt man heutzutage nicht weiter. Gott. Kohle verändert Menschen und Leben. Siehe ein paar YouTuber, seitdem ein paar YouTuber, die ich gerne mag, Partner geworden sind. Sind so richtige, ja, Arschlöcher, sag ich mal, weil sie so abogeil sind. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Aber stimmt, früher habe ich die gerne angeschaut, aber dann wurden sie schließlich irgendwann YouTube-Partner und dann... Abonniert mich, Daumen hoch, damit sonst mein Kanal nicht stirbt, weil ich keine Kohle mehr kriege und dann zu faul werde und so. Oh Gott, das meine ich. Aber wie kann ein Kanal sterben, wenn man keine Abos kriegt? Das verstehe ich nicht. Ich meine, man kann immer was auf seinen Kanal hochladen. Der Kanal wird erst gesperrt, wenn man 3 Verwarnungen wegen Urheberrechtsverletzungen hat. Aber ansonsten, wenn man keine Videos hochladet, dann stirbt der Kanal auch nicht. Das ist doch Bullshit, oder? Das sagen sie nur, damit die Leute sich schlecht fühlen. Würde ich sagen. Und hier ist eine Höhle, die schauen wir uns auch irgendwann an. So, du kannst mir vertrauen. Was wir draußen überhaupt wollen. Ey, was? Egal. Doppelkampf schon wieder. Kamaup und irgendwas. Wablu. Okay, Kamaup und Wablu. Wie ihr seht, wir sind echt unterlevelt. Wir hätten eigentlich jetzt schon 40er haben sollen, deswegen ist es ganz weise, dass wir unsere Pokémon jetzt da trainieren. Geheimpower und Hitzekoller auf Wablu. Mann, warum triffst du jetzt nicht, Mensch? Ich hatte Hitzekolle verlässliche in Erinnerung. Nicht so unzuverlässig. Danke. Danke, Kamaup. Und was jetzt? Wablu ein, wahrscheinlich Himmelsfähiger. Und killt mit meinem Wonnekill mein Logok. So, Schockwelle auf Wablu und Schaufel auf Kamaup. Immerhin auf Schockwelle kann ich mich verlassen, weil die Attacke immer trifft. Und tschüss, Wablu. Ich hasse dich. So, du tauchst erstmal unter, Logok. Logok gräbt sich ein. Und Flammenwurf trifft Voltenzo. Warum hast du nicht Logok angreifen können? Das wäre erstens nicht sehr effektiv gewesen und zweitens ist Logik sowieso unter der Erde. Also wäre es besser für mich gewesen. Und tschüss, Kamaup. Rache für Ninja Tom, das so oft schon gestorben ist. Ich glaube, bei Logik hilft keine Versicherung mehr. Oh, wir waren so nah dran. Gibt es hier noch irgendwelche Trainer? Nein, gibt es nicht. Na doch, hier unten, hier ist noch einer. Hey du, schau dir mein süßes Pokémon an. Süß. Und dann ist es ein Killerwasser-Pokémon wie Tentoxer. Seeper. Na gut, Seeper ist schon ein bisschen süß. Süß, muss ich schon sagen. Aber nichtsdestotrotz, du musst sterben. Auch wenn du noch so süß bist. Azurill ist süß. Also Azurill finde ich echt putzig. Eine Windhose, eine Drachenattacke. Aus der zweiten Generation. Tschüss, Seeper. Beim Ruf von Seeper versteht man auch echt Seeper. Seeper! Seeper, 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 Seeper. Seeper, ja. Gibt's ja auch irgendwo unter Wasser? Okay, ich glaube, die Rose hätten wir. Wenn wir schon wieder in Moosbach City sind, heilen wir schnell unsere Pokémon. Willkommen bei RIP. Okay, bam bam bam. Ach, lass mich durch, du kleiner Kitty. So, hier, Surfer, ja, Surfer möchte ich einsetzen. Und nein, ich habe vergessen, Schutz zu aktivieren. Moment, ich speede jetzt ein bisschen wieder. Dam, dam, dam. Ja, ja, der richtige Ort ist und nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Das höre ich auf das. So. Wenn ich hier
in der Schule meinen DS rausholen möchte, denke ich mir auch immer, das ist nicht der richtige Ort und die Zeit dafür. Und hier gibt es gleich zwei Serverstellen. Schauen wir uns die mal an. Okay, hier gibt es total viel und zwar eine Perle. Und sonst gibt es hier nichts. Okay, tauchen wir wieder nach oben. Yay, Tauchen ist lustig. Und wo geht's hier lang? Finden wir hier auch ein Item oder finden wir hier nur Müll? Hier finden wir hier nur Müll. Ist ja toll. Okay, tauchen wir wieder auf. Das war total sinnvoll, hier runter zu tauchen. Okay, hier gibt's die, müssen wir uns merken, die Stellen, die haben wir schon. Hier ist auch noch eine Tauchstelle. Nehmen wir das Meer unter die Lupe. Und hier geht's weiter. Und hoffentlich taucht hier ein Relikant auf. Ja, wir schauen nochmal einen Blick drauf, ob hier ein Relikant zufälligerweise auftaucht. Relikant, jetzt komm, schäm dich nicht so. Du bist ein cooles Pokémon. Rocco würde dich gerne im Team haben wollen. Du siehst aus wie Rocco. Ich glaube, ich fange dich und nenne dich Rocco, wenn ich dich fange. Jetzt tauche auf, Mensch. Gräm dich nicht so. Perle, okay. Lass uns gut sein. Bevor wir hier weitere 10 Minuten verschwenden, wir wollen die Wasserrouten in diesem Part machen, und zwar komplett. So, tauchen wir wieder auf. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay, hier geht's nirgendwo lang. Da kommen wir her, und hier ist ein Item. Es ist ein Gelbstück. Können wir gegen einen Stein eintauschen? Da habe ich auch ein Special gemacht im Saphir-Display. Link jetzt hier rechts neben dran, wenn ich es nicht vergesse. Und jetzt aber. Okay, scheint, es gäbe hier nichts weiteres zum Holen. Gehen wir zurück. Aber die Musik ist echt schön. Richtig schöne Unterwassermusik, wie man sie sich vorstellt. Okay, diesen Ort hätten wir auch erledigt und ich habe mal wieder vergessen, einen Schutz einzusetzen. Nerv mich nicht, Hinterher. So, Schutz. Okay, jetzt tauchen kein Pokémon mehr auf, zum Glück. Und hier gibt es auch nichts weiteres, würde ich sagen, oder? Hier geht es vielleicht weiter. Jo, hier ist vielleicht was, ja. Ah, da ist ein Item, okay. Aber wie kommen wir dorthin? Ich glaube, hier brauchen wir wieder eine Tauchstelle. Jetzt sind wir in Sega Soul City wieder. Hier muss es irgendwo eine Tauchstelle geben, wo wir dann dorthin können. Weißt du, wo es hingeht? Ach verdammt, du bist gar keine Trainerin mehr. Wir haben ja deine Pokémon schon besiegt. Waren wir hier schon? Ja. Okay, hier geht's nach unten. Sehr merkwürdig. Merkwürdige Sache. Und wo führt es uns hin? Okay, hier ist Seegras. Aha, aha. Ist hier ein Item? Carbon. Okay, was bringt das Carbon? Es erhöht die Initiative, glaube ich, oder? Ja, genau. Welches Pokémon braucht eine hohe Initiative? Ich gebe es mal Tropius, wenn ich schlecht an Tropius ein bisschen schneller sein will. Weil Tropius ist sehr langsam für ein Flug-Pokémon. Okay, okay. Schutz wirkt nicht mehr, okay. Also das ist hier größer, als ich dachte, dieser Ort. Und hier geht's auch weiter. Ich glaube, ich tauche mal hier auf. Und jetzt, wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind hier immer noch auf Route 124. Ich habe vergessen, einen Schutz wieder einzusetzen. Okay, Schutz. Komm. Na verdammt, wo ist der Schutz? Schutz! Hier. Unser vorletzter Schutz. Danach geht's los mit Top-Schutz. Und hier gibt's auch Scherbe. Hier ist es wahrscheinlich auch eine Scherbe. Indigo-Stück, ja, ist eine Scherbe. Gut, gut. Anscheinend gibt es hier viele solche Orte, wo es nur Scherben gibt. Und die Musik ist auch mal wieder sehr schön. Ansonsten gibt es hier vielleicht noch irgendwas Verstecktes oder so. Ne, sieht nicht so aus. Okay, dann geht's zurück. Tauch mal wieder unter Wasser. Und unter die ganzen Felsen durch. Okay,
Okay, Schutz wirklich mehr. Setzen wir gleich den letzten Schutz ein. Okay, hier scheint auch nichts zu sein, glaube ich, oder? Ist hier was? Hier ist nichts, oder? Tatsächlich, hier scheint nichts zu sein. Okay, dann gehen wir woanders wieder hin. Tauchen wir wieder zurück. Ab geht's unter Wasser. Licht schimmert von oben herab. Möchtest du Taucher einsetzen? Ja. Okay, aber die Frage ist immer noch, wie kommen wir dort oben hin? So, und jetzt geht's los mit Topschutz. Dann haben wir für längere Zeit unsere Ruhe vor wilden Pokémon. Vor Trainern allerdings nicht, denn die wollen wir alle bekämpfen. Haben wir den schon? Den haben wir schon, okay. Ich dachte, den haben wir noch gar nicht. Na gut, dann waren wir hier gründlicher, als ich dachte. Wie kommen wir dort hoch? Hier waren wir schon, das weiß ich. Aber die Frage ist immer noch, wo kommen wir, wo geht's hier hin? Hier ist der Scherbensammler. Okay, hier geht's auch weiter. Und hier ist eine Trainerin. Ich fange an, mich beim Schwimmen zu langweilen. Wie wär's mit einem Kampf? Ja, gerne. Es ist mir gar keine andere Wahl. Schwimmerin Ilona. Meryl. Meryl! Kein Walzer, ich warne dich. Um zu testen, ob du Walzer drauf hast, Schutzschild. So, und wahrscheinlich kommt jetzt Walzer. Die alte Art, mit der unser Niatom immer gekillt wurde. Und es kann Walzer, das heißt, ich wechsle. Zu Tropius. Und greife ihn an mit der Solarstrahl-Taktik. Mit Sonnentag und Solarstrahl. Und Walzer ist sehr effektiv, aber es ist egal. Das hat eh nichts abgezogen. Und Sonnentag als Vorbereitung für die nächsten kommenden Tage. Solarstrahl. Ja, wir setzen immer noch Walzer ein. Der Walzer wird immer stärker. Es soll mich nicht jucken. Gleißendes Sonnenlicht. Und jetzt Tropius, Solarstrahl. In the Meryl's Face. So, das hat gesessen. One Kill. Ich hoffe, jetzt sind die nächsten Pokémon auch Meryl's oder Entwicklungen. Ah, fast. Level Up für Tropius. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Dieser Solarstrahl ist nur zu gut für dich. Weißt du? Jetzt sag hier. Geh mir aus den Augen. So, heute gibt's gebratenen Pelikan. Moin. Level 35 für Tropius. Lebensmittel in Attacke. Schall. Leider nicht, aber es macht nichts. Und hier ist sein letztes oder ihr letztes Weimer. Ja, ich würde sagen, Solarstrahl und weg. Irgendwie flackert es immer nach jedem Solarstrahl, fällt mir auf. Liegt es am Emulator oder an der ROM? Oder an beides? Keine Ahnung. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so stark bist. Ja, der Schein trügt. So, die Frage ist, wo geht's hier hin? Wo bringt uns diese Surferstelle hin? Oder die Tauchstelle, ich sag immer Surferstelle aus irgendeinem Grund, den ich nicht kapiere, aber na gut. Na, hier gibt's absolut gar nichts. Ist ja wunderbar. Geht's hier nach oben? Aber hier habe ich doch vorhin auch eine Tauchstelle gesehen. Okay, hier gibt es mehrere Tauchstellen. Hey, hast du etwa auf dem Meer die Orientierung verloren? Wenn du meine Pokémon besiegst, zeige ich dir den richtigen Weg. Ich glaube, den weiß ich schon. Ich brauche deine Hilfe gar nicht. Okay, Schwimmer Leopold. Was machst du denn so? Hm? Okay, Tentakel, perfekter Gegner für Niatom, glaube ich, ne? Ja. Ja, ich glaube, wir können mit Geheimbauer immer noch angreifen. Ah, Wickel funktioniert nicht gegen Niatom. Ängste. Es funktioniert sogar doppelt nicht, weil Niatom ein Geist und ein die Fähigkeit Wunderwache hat, also hätte es so oder so nicht getroffen. So, das nächste ist. Oh Gott, du langweilst. Tentakel ist wohl das langweiligste Pokémon der Welt, nach Karpador und Saftkorn. So, nochmal Geheimpower. Du kannst dich mit deiner Attacken. Du kannst mein Niatom so oft angreifen mit deinen Attacken, wie du möchtest. Es ergibt keinen Sinn, weil. Niatom immun gegen fast allen Attacken ist. So, und das letzte ist. Boah, ich hätte mir jetzt aufgeregt, wenn es ein Windgall oder ein Azurill wäre. Ey, ich meine Meryl. So, Geheimpower. Oh Gott, 3 Kentaras. Langweilig gibt's wohl nicht. 6 Karpadors.
Also auf jeden Fall ein langweiliger Trainer. Hier haben die Macher wieder Einfallslosigkeit gezeigt. Finde ich sehr schwach, Alter. Finde ich sehr schwach. Ich hatte die Orientierung verloren. Da hilft dir deine Orientierung nichts, wenn du da unten Tachos fängst. Okay, hier. Mal Taucher. Ah, hier geht es weiter. Oder waren wir hier schon? Ich glaube eher nicht, weil sonst hätten wir ja gegen den Trainer gekämpft. Okay, wo sind wir denn jetzt? Gibt es hier auch wieder ein paar Scherben? Okay, hier ist eine weitere Tauchstelle. Auf Route 126 geht die über. Sieht sehr interessant aus. Vielleicht finden wir hier ein Secret, wo es sehr wertvolle Secret-Items gibt. Relikant! Lampi. Langweil mich doch nicht. Flucht! So, und jetzt tauchen wir hier wieder nach oben. Kacking. Aha, aha. Okay, jetzt sind wir hier in irgendeinem verfelsten Ort gelandet, wo wir ein Grünstück finden. Eine weitere Scherbe. Makuhita. So, noch mit Taucher. Also ihr seht, sehr einseitig dieser Part, nur surfen und tauchen hier und Pokémon begegnen und Trainer besiegen. Mehr ist hier nicht in diesem Part. Oh Gott, Perlu, langweile mich nicht mit deiner Unglanzvollheit. Unglanzvollheit ist ein Wort, das ich gerade erfunden habe. Copyright by Kevin. Let's play. Und wer Copyright-Rechte klaut, den verklage ich auf 1000 Euro. Weil ich so geldgeil bin. Ja, ihr seht, wegen Copyright ist auch wieder so eine geldgeile Sache. Leute zeigen andere Leute an wegen Copyright-Verletzung, nur weil sie geldgeil sind. Und das verändert den Charakter des Menschen. Also das würde er nie im Leben machen, wenn es ihm kein Geld gäbe. Und das ist eigentlich nur wegen dem Geld, ne? Wegen Geld verkauft er ein paar Leute. Wegen Copyright-Verletzungen, naja. Oh, Pelipper. Tschüss, Pelipper. Und ich habe vergessen, einen Popschutz einzusetzen. Deswegen ist auch dieses Pelipper eingesetzt. Aufgetaucht. So, die Frage ist, hier weiter? Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir glaube ich schon, aber zur Kontrolle schaue ich nochmal nach. Ja genau, das war diese useless Stelle, die nichts bringt. Die Macher einfach so zum Spaß hingesetzt haben. Damit die Wasserrouten noch ätzender sind, als sie jetzt schon sind. Und wir sind wieder in Moosbach City. Ich schaue mal schnell auf die Karte, um zu schauen, was wir schon alles gemacht haben. In dieser halben Stunde Wasserroute machen. Karte erhöhen. In diesem Part haben wir gemacht. Wir haben ungefähr diesen Bereich hier erkundet. Bis jetzt. Als nächstes folgt dieser Ort hier. Bis nach unten. Und hier diese Tauchstelle hier. Und danach werden wir hier diese hier unter Visier nehmen. Ich glaube, das dauert am längsten. Aber nein, es hilft nicht. Also diesen Ort haben wir schon, sagen wir mal, erforscht bzw. erkundet. Den haben wir uns hinter uns gebracht. Ja. Soweit zur Sache, die wir schon erledigt haben. Gehen wir ins Pokémon Center und heilen unsere Pokémon, sofern sie nicht so beschädigt sind, glaube ich. Und jetzt geht's wieder aufs Meer. Yay, aufs Meer. Okay, wo geht's hier eigentlich lang? Wir müssen jetzt nach Süden gehen. Oder beziehungsweise schwimmen, surfen, what else. Hier ist ein Trainer. Der ist hier auf einem seichten Gebiet. Vogel-Pokémon haben exzellente Augen. Sie erspähen Beute aus großer Höhe. Okay, der setzt Vogel-Pokémon ein. Da können wir unseren Minotaur nicht einsetzen. Oh, Schwalbos. Okay. Pokémon wechselt zu. Ich nehme Voltenzo. Voltenzo hat nur Level 33. Und ist stark gegen Vogel-Pokémon. Nicht sehr effektiv. Wenn du mit einem Flügel auf einer Stromleitung sitzt und mit deinen Flügeln auf die Stromleitung drauf haust, das zeigt der Stromleitung gar keine große Beachtung. Ich habe mich mal das falsch ausgedrückt, ne?
Oh Gott, das ist ein Anzeichen, dass mir langsam die Sätze ausgehen. Oh nein, es geht los. Pilippa. So, Pilippa, du wirst geschockt. Schock lass nach. Okay, Pilippa ist down. Gut, dass ich Slender vor Pokémon aufgenommen habe, weil sonst wäre ich mit einer kaputten Stimme ins Slender gegangen und Slender ist eh schon so schlimm, wie es jetzt schon ist. Ich lade Slender übrigens gerade hoch. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, oder? Egal. Dann sage ich es halt eben nochmal. Slender lade ich gerade hoch. Hier ist eine große Hochstelle, die schauen wir uns später an. Erstmal möchte ich hier diese kleinen Engpässe durchsuchen. So, hier noch mein Ding. Gott, wahrscheinlich hört jetzt dauernd mein Tastengetwirr. Ich drücke die Tasten so fest gerade. Route 126. Also die Wasserrouten, die sind echt nervig. Okay, hier ist ein heller Stein. Was der helle Stein ist, das werden wir gleich sehen. Schwimmen verlangt voller vollen Körpereinsatz. Und so wird man fit. Bastille. Gyarados. Übertreib's halt nicht. Gyarados ist zwar ein Flug-Pokémon, aber es kann keine einzige Flugattacke. Das heißt, ich kann mir mit Ninjatam ganz gut kämpfen. Und sag, er kann vielleicht Drachenmut. Ich setze Schutzschild an, um zu testen, ob er irgendwas drauf hat. Drachenmut, glaube ich. Silberblick, okay, das ist nicht so heftig. Ich greife mal an mit Toxin. Oh, Drachenmut funktioniert nicht, okay. Ich war irgendwie in Unsicherheit, weil ja im letzten, oder vor ein paar Parts, ja ein Ultraschall gegen Niantron getroffen hat. Und nee, es war ein Nachtnebel und ja, das hat meinen Niantron ziemlich alt aussehen lassen. So, Groll! Es war Groll wie dieses Gyarados. Du hast doch nicht Angst vor so einem Kern, oder? Ich meine, ich dachte, Gyarados wäre mutig und haben vor nichts Angst. Und seinen Tyrannen des Meeres. Autsch, Silberblick. Senkt meine Verteidigung, aber es bringt eh nichts. Nee, Tom hat eh nur ein KP. Hast du Angst? Das ist erst der Anfang. Irgendwann werden die Nierthoms die Welt übernehmen und allen Leuten Angst machen. Das hier ist nur der Vorgeschmack auf das, was euch noch bevorsteht. Irgendwie mache ich in jedem Part so einen Scheiß mit. Ja, irgendwie mache ich in jedem Part so. Scheiße! Bis. Ich hätte wissen müssen, Gyarados Clan mit Level 20 nach seiner Entwicklung bis. Und ich als Pokémon-Profi hab das vergessen. Ich dachte, Ninjatom steckt jetzt locker Gyarados in die Tasche. Das ist für mein Ninjatom. Vierfache Stärke. Ach Mensch, ich mag meinen Ninjatom irgendwie, aber irgendwie stirbt es auch viel zu leicht. Ich weiß auch nicht. Ich gebe es zu, du hast gewonnen. Also Ninjatom ist so, naja. Also manchmal ist Ninjatom echt geil, manchmal eher nicht geil. Also ist eher, ist eher so, ja, es geht so. Also Ninjatom ist eher so im Mittelbereich eines guten Pokémons. Und ich glaube, ich gebe Ninjatom, hey, welches Pokémon trägt den EP-Teiler denn? Moment, welches Pokémon trägt den EP-Teiler? EP-Teiler-Kontrolle, wer trägt den EP-Teiler? Der kriegt was auf den Kopf. Wer von euch trägt den EP-Teiler? Holz, Kohle, Zauberwasser, Wundersaat, keins. Hä? Welches Pokémon trägt den EP-Teiler? Habe ich den bei mir? Wo ist der EP-Teiler? Hier ist er, okay. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass irgendein Pokémon mir den unwisserlich mit Abschlag geklaut hat. Ich gebe mir jetzt mal Voltenzo, weil Voltenzo ist ja schwach gerade. Und meine Zunge ist tut weh. Meine Zunge tut weh. Warum nur? Keine Ahnung. Okay, hier ist sehr viel unter Wasser. Also hier ist eine sehr tiefe Stelle im Meer. Schauen wir uns die einfach mal unter Wasser an, um die Seite zu beurteilen. Ich hoffe nur, ich komme jetzt nicht durcheinander mit den Wasserrouten. Wenn ich hier unter Wasser noch tauche. Sternenstaub können wir verkaufen. Und vielleicht begegnen wir hier einen Relikant. Okay, wo geht's hier lang eigentlich? Das ist eine große Unterwasserstelle im Meer. Und was ist das denn? Riesenperle, können wir auch verkaufen. Toll.
lauter Items, die wir verkaufen können. Und das wird auch eh nicht machen werden. Okay. Schutz wirkt nicht mehr. Okay, hier ist eine Unterwasserhöhle. Aber die schauen wir uns noch nicht an, denn hier geht es erst viel später weiter, wenn wir die Wasserrouten erkundet haben. Dann schauen wir uns das erst an. Zunächst möchte ich noch was anderes erledigen. Ich laufe jetzt bewusst durch das Gras, falls wir, damit wir einen Relikant begegnen durch Glück. Okay, hier ist es wieder ein bisschen seichter, hier können wir nicht auftauchen. Und hier ist wieder ein verstecktes Item. Es ist eine Herdschuppe. Gut, die Herdschuppe können wir austauschen gegen eine Attacke, was wir eh nicht machen werden, weil unsere Pokémon ein Attacken-Moveset, ein festes Attacken-Moveset bereits haben. Und langsam habe ich keine Lust mehr aufzunehmen. Ja gut, ich bin auch bei 40 Minuten und habe lange nicht mehr aufgenommen, so einen langen Part. Was, es ist schon 20.15 Uhr, oh Gott, ich habe morgen Schule. Ich glaube, diesen Part werde ich bei 1:30 beenden und dann reicht es auch schon. Dann machen wir halt die nächste Wasserroute im nächsten Part. Oder vielleicht schneidet es alles in einem Riesenpart zusammen. Und dann muss ich euch per Feed Bescheid sagen, dass ich das so mache, weil ihr sonst rumflamet. Hey, wo bleibt der Part? Wo bleibt der Part? Wo bleibt der Part? Du hast gesagt, du ladest Part hoch. Ey, ich hasse dich. Verdammt, ich habe Schutz vergessen einzusetzen. Schutz, komm her. So. Okay. Jetzt ready to fight. Ich tauche tief hinab, um mich tief und sicher zu verstecken. Tiefen auszuloten ist meine Mission. Was bist du, ein CSI-Agent, Sam Fisch oder was? Yannick. Mach's gut, Yannick. Das ist von diesem. Also diese Insight ist von diesem. Okay, ist ein Hacker-Video von Spieletipps. Hallo Sunny, wir haben sie! Eure Kundendaten! Hier, auf dieser DVD! PSN! Kundendaten! Alles alles drauf! Ihr könnt sie wieder haben! Für 1 Million! Gamerscore-Punkte! Und ein Xbox Live-Jahresabo! Und wenn ihr euch weigert, dann zündeln wir nicht die Bombe zu benutzen! Also, überlegt euch gut. Alles gut, Yannick. Okay. Hier waren wir schon, oder? Wahrscheinlich ist es wieder die useless Stelle und ich schaue sie mir jetzt zum dritten Mal an. Ah, doch nicht. Eine Herzschuppe schon wieder, okay. Das erfreut mein Herz. Okay, tauchen wir einfach mal wieder nach oben. Yay! Gibt's hier noch was? Gibt's hier noch was? Hallo? Kannst du mir sagen, ob es hier noch was gibt? Viele Menschen verlieren auf dem Meer die Orientierung. Wenn du zu denen gehörst, solltest du die Karte des Pokénetz zur Hilfe nehmen. Ach, der Typ ist es, der uns sagt, dass wir Hilfe brauchen. Ja, ich brauche Hilfe. Ich bin so verrückt, ich brauche Hilfe. Hier ist helles Stein oder beziehungsweise helle Steine. Das ist doch merkwürdig, oder? Was meint ihr? Schauen wir uns das doch mal unter Wasser an. Auch wieder ein größerer Bereich. Hier gibt es sehr viel Seetang oder beziehungsweise Unterwassergras. Okay, hier waren wir schon. Hier ist kein Item. Das heißt, das ist hier die Stelle, wo wir zu diesem Mission, ja, wo wir an der Stelle hinkommen, wo es mit der Story weitergeht. Aber hier waren wir noch. Hier waren wir noch nicht. Sehr merkwürdig. Also unter Wasser ist es echt cool und merkwürdig. Okay, hier scheint es die Stelle zu sein, wo es weitergeht, die Story. Oder? Nee, da komme ich jetzt, glaube ich, durcheinander. Ich glaube, hier ist tatsächlich Xeneroville, oder? Hier ist Xeneroville. Okay, tauchen wir nach oben. Und jetzt sind wir in Xeneroville. Yay! Eine Unterwasserstadt oder eine Stadt, die wir nur durch Unterwasser erreichen können. Finde ich sehr interessant und cool gemacht. Aber die Stadterkundung werden wir vielleicht im nächsten Part erst machen. Oder beziehungsweise im übernächsten Part, je nachdem wie lange wir noch für die Wasserrouten brauchen. So, okay, das sind unser Pokémon-Gehalt und ab geht's wieder ins Wasser. Ich komme mir vor wie in Urlaub.
immer kurz an Land gehen und Pause machen und dann sofort wieder ins Wasser gehen. Um weiter zu schwimmen. Okay, tauchen wir einfach mal nach unten. Also. Also in den letzten Parts, die wir insgesamt gemacht haben, waren wir haufenweise an Land. Und jetzt sind wir haufenweise im Meer. Das ist, finde ich, sehr cool gemacht in dieser Generation, weil diese Generation soll ein bisschen Ozean und Meer darstellen. Ozean und Kontinent, meine ich. Weil ja die legendären Pokémon der Rubin- und Saphir-Edition Groundon, das Pokémon des Kontinents, und Kyogre, das Pokémon des Meeres sind. Deswegen gibt es hier so viele Wasserrouten und so viele normalen Routen, wo Hitze drin ist, wie zum Beispiel damals bei Bad Lavastadt. Da war ja auch richtig, da gab es richtig heiße Wasserrouten, Wüste zum Beispiel gab es ja auch. Oder die Vulkanaschenroute, das ist alles eine Anspielung auf das, das Pokémon Groundon. Und ja, diese Generation soll ein bisschen Meer und Land darstellen. Finde ich sehr gut gemacht. Oh, ich würde sagen, wenn wir schon gegen einen Wilmer Level 15 antreten und unser Pokémon kurz vorm Level Up ist, bekämpfen wir es einfach doch mal. Und machen kurz einen Prozess mit Wingull. Und Level 35 für Voltenso. Okay, hier ist Temeroville. Entara, nervt mich doch nicht. Ich spiele jetzt, warum habe ich keinen Schutz aktiv? Ich muss doch Schutz aktiv draußen haben. Meine Güte, das gibt's doch nicht. So, jetzt haben wir unsere Ruhe vor den wilden Pokémon. Ich schaue jetzt noch nach, ob es hier ein paar Trainer gibt, hier bei Xeneroville, hier in der Nähe, die den Weg nicht nach Xeneroville finden. Ach, hier ist eine Trainerin, aber wie kommen wir zu ihr hin? Hier oben vielleicht? Hier vielleicht? Oder müssen wir unter Wasser surfen? Ich schaue jetzt mal nach. Okay, vielleicht kommen wir hier unter Wasser durch. Ich schaue schnell. Ab geht's unter Wasser! Oh Gott, das dauert länger als ich dachte. Also hier ist auch eine Unterwasserstelle. Aber es scheint, als kommen wir hier nicht durch unser Wasser dort drüben hin. Es muss hier einen anderen Weg da bis dort drüben hinführen. Eieiei, das dauert länger als ich dachte. Vielleicht kommen wir von unten her irgendwie hin. Oder vielleicht gibt es hier unten eine Surfstelle, hier vielleicht. Ich meine Tauchstelle, warum sage ich immer Surfstelle? Das ist alles sind hier Surfstellen. Okay. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Schutz wirkt nicht mehr. Ein Item? Ein Indigo-Stück, wieder eine Scherbe, die wir gegen einen Stein austauschen können. Und ab geht's nach oben. Also. Und jetzt setze ich wieder einen Schutz ein. Kopfschutz. Okay, und es geht weiter. Hier scheint es nicht so viel Trainer zu geben. Ich hatte in Erinnerung, dass hier mehr Trainer waren. Komisch eigentlich. Oder vielleicht wechsle ich das mit dieser Stelle hier. Dass es hier mehr Trainer gibt. Hier scheint es ein paar Trainer zu geben. Habe ich in Erinnerung. Oder komme ich da irgendwie durcheinander? Okay, hier waren wir schon. Ich erinnere mich an dieser seichten Stelle. Hier ist auch eine Tauchstelle. Interesting. Going on the water. There's something on the water. There's something on the water. Okay, hier ist es besonders tief. Das hier ist der Marianengraben, Leute. Der tiefste Ort der Erde. Ist hier was? Eine Herzschuppe schon wieder. Toll. Die kriegt man normalerweise von Libiscus immer. Ich tauche jetzt mal nach oben. Oder kommen wir hier nach oben? Ja, geht's, okay. Ab geht's nach oben. Ich weiß, hier geht's weiter, aber dort geht's weiter, wo es mit der Story weitergeht. Wenn ich mich jetzt richtig ausgedrückt habe, sodass ihr das versteht. Es gibt keinen stärkeren Trainer als mich. Oh, Hochmäßigkeit, okay. Machen wir ihn schnell fertig, um ihm zu zeigen, dass er sehr hochmäßig ist. Und dass nur mit nur drei Pokémon mir keine Angst einjagen kann. Pokémon-Wechsel zu Lobak.
Okay, Logok, du weißt, was zu tun ist. Okay. Tengulist wächst ein wenig. Das bewahrt ihn allerdings nicht vor seinem Untergang. Hitzekoller. So, One-Hit-Kill. Oder? Ja, One-Hit-Kill. Ciao, Tengulist. So, dein nächstes Pokémon ist ein... Ja gut, mich freut, dass er ein paar Entwicklungen hat. Aber die gegen unser Logok total schwach erscheinen. So. Wir haben dieses Gyarados zertreten, zum Mutgisch gekippt. Und sein letztes ist ein... Krakelo. Die Entwicklung aus Flummel. One kill. Oder? Na fuck, two kill. Na gut, auch ganz okay. So, hör auf zu schreien und stirb endlich. Trotz. Wir haben Trotz getrotzt. Das darf nicht wahr sein. Ich glaube, ich mache mal kurz eine Pause, um zu schauen, ob mein Video hochgeladen ist. Bis gleich. Hier bin ich wieder. Und es geht weiter. Gut, ich schau mal schnell im Pokégenäf nach, wo wir gerade sind, beziehungsweise die Routen, die wir noch gemacht haben, weil ich habe nicht mehr so viel Lust. Okay, wir sind, ja, es geht schneller als ich dachte. Also, wir haben diesen Bereich jetzt erforscht. Ein bisschen grob. Muss ja nicht komplett sein. Hauptsache, wir haben es ein wenig gemacht. Also, ja. Ich weiß, diese Routen hier kann man wahrscheinlich nicht alle komplett machen. Da braucht man wirklich viel mehr Zeit, als die Zeit, die ich jetzt gerade ein bisschen nutze. Und die ist ja schon für mich zu viel. Also, ich würde sagen, ich mache in diesem Part noch diese hier Route hier fertig und dann macht die das hier und ja, ich glaube, das werde ich hier aufteilen. Ich werde hier jetzt dann in dieser Aufnahmesession dieses hier noch fertig machen und dann in der nächsten Aufnahmesession, also morgen, mache ich das hier fertig und dann lade ich das Ganze am Dienstag hoch. So werde ich es machen, weil das ist einfach zu viel. Ja, aber da haben wir es immerhin hinter uns. Das ist so ziemlich der nervigste Punkt im Spiel, diese Wasserrouten zu machen und zwar komplett. Und viele machen das ja auch nicht, was ich sehr verstehen kann. Wir haben es ja auch selber in Saphirs Play nicht gemacht, die ganzen Wasserrouten durchgekämmt. Aber naja. Okay, dann machen wir halt, ja, dann machen wir halt am, also morgen, am Montag, beziehungsweise ihr seht es ja erst am Dienstag, also gestern, werden wir, werde ich diesen Part fertig machen und dann werde ich ihn heute hochladen. Wir haben hart dafür gearbeitet, die Pokémon-Liga herauszufordern. Wir können es nicht uns nicht erlauben, jetzt zu verlieren. Dam, da, da, dam. Eine Austrainerin schon wieder. Annabelle. Ich kenne keine Annabelle. Na gut. So, ist ja nur ein Duflo, ne? Was machen wir denn mit Duflo? Ich würde sagen. Nee, hier, Tom. Ich hoffe, jetzt kommt kein Giftpuder. Kein Giftpuder. Okay, Stahlspore. Jetzt sind wir immun gegen Giftpuder. Dankeschön. Kannst du uns nicht mehr killen. Edge Badge. Und jetzt sag. Geheimpower. Ach komm, jetzt rufst du dein Pokémon zurück, ey, wie lame. Dazu, Meryl. Ich lass mich raten. Du hast Walzer drauf, richtig? Da wechsle ich mir Tom jetzt aus. Jetzt kommt bestimmt eine Walzer-Attacke, wie ich mein Glück kenne. Ich setze Tropius ein. Ich weiß, Walzer ist stark gegen Tropius, aber es zieht nicht so viel ab, wie wir ja vorhin gesehen haben. Aber es ist ein Azu, Meryl. Und Azu ist schon stärker als Meryl. Zieht aber trotzdem nichts ab. Ich glaube, ein Solarstrahl müsste für dazu mehrere reichen. Tja, sogar sein zweiter Walzer trifft nicht. Okay. Und jetzt auch. Solarstrahl. Machen alle. Yes, one hit kill. So stellt mir das vor. Okay, jetzt kommt ein... Achso, das tut klar. Na gut, dann wechsle ich zu Neotom. Rein aus Prinzip. Jetzt kann er jetzt sein Pokémon nicht mehr austauschen. Denn Duflo ist ja sein letztes. Stahlspore. Mein Neotom ist bereits paralysiert. Bist du doof, was? Du kannst Mondschein. Die langweiligste Attacke ever. Oh nee, das dauert wieder so eine Ewigkeit. Soll ich speeden? Ich speede das jetzt nur Mondschein ein. Also, es nervt mich nicht. Stirb. Stirb. Na, der heilt sich. Mondschein hat ja nur 5 AP und der hat sie bereits dreimal eingesetzt. So, tschüss. Boah, jetzt haben wir uns eine Menge Zeit erspart. Danke, Speed-Taste.
Ich habe einen neuen Gott, die Speedtasse. Ach fuck, morgen habe ich Religion, soll ich sowas nicht sagen? Morgen habe ich Pech. Okay, hier, oh nein, die Route dauert ja noch lange. Ich glaube, ich mache jetzt sogar die Aufnahmepause. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe echt keine Lust mehr, Leute. Ich mache jetzt die Aufnahmepause und dann geht's im nächsten Part weiter mit dem Wasserrouten, beziehungsweise gleich wieder, ne? Also in der nächsten Aufnahmesession geht's weiter. Gut, dann bis gleich. Ciao. Fachpolizei ist weit entfernt und weiter geht's. Ich habe jetzt einen Tag Pause gemacht und jetzt machen wir diesen Part fertig. Kasper! Und er hat einen Stern, du. Haben wir ja auch noch nicht so oft in dieser Edition gesehen, bis jetzt. Oder beziehungsweise überhaupt noch nicht. Schönes Pokémon eigentlich. Hätte ich mir eigentlich überlegen können, ins Team zu nehmen, aber naja. Jetzt haben wir es halt nicht im Team. Und du musst sterben, Stern, du. Einfach so aus meinem Vergnügen. Und tschüss. Und das war's auch schon. Ein Trainer nach 30 Sekunden besiegt. Klingt rekordverdächtig, aber wenn wir wenn wir uns Zeit lassen, dann werden wir einen weiteren Rekord knacken, nämlich den Rekord des längsten Parts, was ich je gemacht habe, der bei 1 Stunde und 30 Minuten liegt momentan. Das war damals der Pokémon Schwarz Part. In dem Part, das war der Part, wo wir Kyurem gefangen haben und die Route von Q, also die Route wie ist die Stadt? Die Stadt, wo Cynthia ist und die andere Stadt halt im Norden. Die Route ungefähr. Und ja, ich glaube mit Vertenzo können wir hier die ganzen Viecher hier ohne Probleme erledigen. Und Level 26 für Vertenzo. Und der nächste Pokémon ist Weimar, Weimar. Weimar, Weimar, Weimar. Tschüss, Weimar. Wie langweilig ist. Tja, alles One-Hit-Kills. Auch wenn Schockwelle die schwächste Attacke ist. Und so sieht man, dass Wasser-Pokémon sehr schwach gegen Elektro-Attacken sind. Ich glaube, gegen Tintoxer setzt sich ein Donnerblitz ein, weil Tintoxer gehört schon zu den stärkeren Pokémon. Und tschüss. Yes, das war ein One-Hit-Kill. Okay, 4 One-Hit-Kills gegen 4 Pokémon. Ich bin abgestürzt. Aber Wasser-Pokémon können nicht abstürzen. Es ergibt keinen Sinn. Okay, wo sind wir hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich mir jetzt total verlaufen. Ich möchte ja alle Tränen in diesem Let's Play bekämpfen. Wo es gibt. Dieses Spiel soll quasi ein 100% Let's Play sein. Und ich glaube, hier geht es nach Prachtpolis City. Ja, da ist Prachtpolis City, die Stadt, wo die Liga ist. Allerdings können wir noch gar nicht in die Liga, weil uns eine VM fehlt, nämlich die VM Kaskade. Nur mit Kaskade können wir hier diesen Wasserfall erklimmen, andernfalls geht es nicht. Und für, ja, erstmal müssen wir Kaskade finden, die VM. Und erstmal brauchen wir noch den letzten Orden. Denn erst mit dem letzten Orden können wir Kaskade einsetzen. Ich schaue jetzt mal nach, was es hier unter Wasser alles gibt. So, ich bin schon ganz gespannt. Ach, das Unterwasser ist so schön. Eine Perle. Yay, die können wir einem Perlu schenken. Ich frage mich gerade, ob Perlus Perlen tragen als Item. Wäre eigentlich plausibel. Plausibel. Bestätigt. Zerstört. Mistbusters-Theorie. Wo geht's hier eigentlich hier lang? Okay, okay, die haben wir auch noch nicht. Oder? Ah, die haben wir schon. Okay, wir sind gründlicher mit dem Trainer besiegen, als ich dachte. Aber hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ne, hier waren wir noch nicht. Hier geht's nämlich weiter. Glaube ich zumindest. Oh Gott, die Trainer, diese Route ist da total verwirrend. Den haben wir auch schon. Okay. Also wir haben diese Route mehr erledigt, als ich in Erinnerung hatte. In diesem Part. Also gestern habe ich das ja gemacht, diesen ersten Teil des Parts. Oh ne, das war vorgestern. Gestern habe ich ja Pause gemacht. Gestern war ich ein bisschen faul. Aber gestern war auch ein harter Tag. Da hatte ich Sport, Religion, langweiliges Religionsunterricht.
und anderen Müll. Deutsch. Das, was ich in der Arena vom Fausthafen gelernt habe, wende ich jetzt an. Ja, na dann. Ich bin aber nicht dein Boxsack, ja? Remigius. Komischer Name. Tja, Kampf gegen Elektro. Ich wechsle zu Ninja Tom. Ninja Tom kann nicht von Kampftypen getroffen werden. Und muss zudem noch trainiert werden. Tja, Vergeltung funktioniert nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Aber jetzt wirst du erstmal vergiftet. Mastok hat nicht die Fähigkeit Synchro. Das weiß ich 100%. Synchro haben nur Psycho-Pokémon. Und Mastok ist kein Psycho-Pokémon. Sondern zählt eher zu der Kategorie Kampf. Also ich würde eher... Welche Fähigkeit hat Mastok eigentlich? Ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Es wird Groll eingesetzt. Das Gift tut dir gut, Mascha, glaube mir. Und es kommt Lehmschuss raus. Lehmschuss. Habe ich, glaube ich, im Saphir-Spiel gesagt. Lehmschuss. Und tschüss, Mascha. Und Level 36 für Ninja Tom, oder? Ja. Neue Attacke? Immer noch nicht, okay. Und hier ist sein zweites Mastok. Warum hat er kein Machomai? Ich wäre hier mit dem Machomai sehr zufrieden gewesen, aber naja. Stattdessen setzen sie Mastok so ein. Was für ein Blödsinn. Tja, Vergeltung funktioniert nicht. Also, wer nur Kampf-Pokémon hat, kann gegen Ninjatom kaum gewinnen. Da braucht man eine sehr effektive Attacke gegen Ninjatom. Außer man bringt seinem Mastok oder Machomai irgendwie eine Gesteinsattacke bei. Steinkante wäre eine Option oder Steinhagel. Das wäre ein guter Anti auch gegen Flug-Pokémon, weil Flug-Pokémon setzen auf Fliegen ein. Und gegen Fliegen setzt man als Konter einfach Steinhagel oder Steinkante ein. Oder Himmelhieb. Unser Logox soll ja später Himmelhieb erlernen. Das wird dann auch wieder ein Anti wie... ja, ein Anti gegen Flug-Pokémon, damit unser Logok auch gegen Flug-Pokémon eine Chance hat. Ich glaube, der Himmelhieb müsste sogar viel mehr abziehen, wenn Pokémon Fliegen einsetzt, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube es nur. Tja, Geheimpower macht ihn fertig. Du wurdest von einem Ninja gekillt. Ich wurde weggeschwemmt. Nee, nicht direkt weggeschwemmt, eher eingesuhlt. Nee, eingeschusst, lebengeschusst, ne. Also hier wäre doch ein schöner Ort für eine Geheimbasis. Findet doch eh kein Schwein. Okay, wo geht's denn hier eigentlich lang? Oh Gott, die Route ist größer, als ich vermutet hatte. Scheiße, hier ist noch was. Vielleicht ist hier wieder so ein Secret, so ein Scherben-Secret. Und es sieht ganz danach aus. Tauchen wir wieder nach oben. Und ist hier was? Ja, ich glaube, ja, das wird wahrscheinlich wieder eine Scherbe sein. Ne, Carbon. Okay, Carbon geht eigentlich auch. Carbon erhöht die Initiative, wenn ich mich nicht irre. Welches Pokémon braucht eine hohe Initiative? Ich gebe es Tropius. Tropius ist für ein Flug-Pokémon sehr langsam. Das müssen wir ausgleichen. Okay, ich glaube, mehr gibt es hier nicht mehr. Surfen wir zurück. Gibt es hier noch was? Ne, hier gibt es nichts mehr. Okay, tauchen wir wieder. Taucher! Welser setzt Taucher ein. Yay! Unter Wasser. Wir sind jetzt unter Wasser, meine lieben Kinder. Und jetzt tauchen wir wieder auf, weil wir keine Luft mehr bekommen und sonst sterben können. Deswegen muss man immer sehr viel Luft atmen. Denn ohne Luft werdet ihr austrocknen oder ersticken. Hast du es... Was? Hast du auch einen Rivalen, gegen den du es hast zu verlieren? Gegen Maike meinst du? Also wenn ich gegen Maike verliere? Ja. Triathletin Mira. Winger Level 25, das ist ein Scherz, oder? Das ist meine Schockwelle gar nicht würdig. Tja, useless Wingull. Und jetzt kommt
Sterndu. Sterndu ist cool. Oh, Level 33, das ist auch ganz in Ordnung. Dann nehme ich mal Tropius. So, Tropius. Na? Wie möchtest du den Sterndu denn killen? Hm? Möchtest du ihn mit einem sonnentagigen Solarstrahl eliminieren oder ihn verzaubern mit deinen Blättern? Ich verzauber ihn lieber mit meinen Blättern. Yay! So, jetzt ist er richtig verzaubert. Yay! Und jetzt ja, ist er überglücklich. Hihihi. Und jetzt legt er sich schlafen. Okay. Wie sollte es mit dieser kindlichen Stimme lassen? Weil es sonst ein bisschen komisch kommt. Dann denkt ihr wahrscheinlich, ich sei ein Psychopath, der nur seine Stimme verändern kann. Okay, hier ist noch mehr. Zauberblatt, das ist lustig. Zauberblatt ist immer lustig und macht jedem Freude. Okay, sein letztes Pokémon ist Sterndu. Noch ein Sterndu. Tarnung. Keine Ahnung. Ich glaube, ich kenne die Attacke nicht so richtig. Ich glaube, das passt irgendein Typ an. Vermute ich mal, ich habe keine Ahnung, was Taucher eigentlich, was Tarnung eigentlich bringt. Oh, ich hasse es zu verlieren. Dann trainier deine Pokémon. Entwickle deinen Sterndu zum Beispiel zu Starmie. Oh Gott, nein, hier sind echt noch mehr Trainer, als ich dachte. Nun, das ist ein Kampf zwischen einem Pokémon-Fan und einem Angel-Fan. Das trifft voll und ganz zu. Okay, der Angel-Fan gegen den Pokémon-Fan, kann man schon sagen, ja? Ich bin von jedem Pokémon ein Fan. Bis auf dieses Pokémon. Tschüss. Tschüss. Oh, aber egal. Tschüss. Ja, das ist genauso schlimm. Und Level 4 und 45 Kabeldor. Oh mein Gott. Aber auch kein Gegner. Ihr seht, Kabeldor sind selbst mit Level 45 schwach. Ich hätte sogar gegen den Hunderter gewonnen. Nein, mein Sturm hat sich verheddert. Die Party ist vorbei. Welche Party? Oh, Strandparty, stimmt. Schutz wirkt nicht mehr. Na toll, das passt ja. Wir sind hier jetzt eh gerade auf dem Festland und feiern eine Party. Ups, jetzt sag nicht, dass ich ein surfendes Pokémon am Haken habe. Nee, ich surf gar nicht. Was meinst du denn? Diesen Dialog hätte man einem Angler geben können, der surft, also auf dem Meer schwimmt. Das wäre cool gewesen. Tentacher. Das ist das mächtigste Pokémon der Welt. Seht euch mal seine zwei Tentakeln an. Das ist Thaddeus. Ich nenne jetzt jedes Tentakel, das ich sehe, Thaddeus. Weil es so langweilig aussieht wie ein Thaddeus. Thaddeus, Thaddeus und tschüss. Tschüss, Thaddeus. Hey, Thaddeus. Hey, Thaddeus. Oh, das ist eine Entwicklung. Thaddeus Vater. Hey, Thaddeus Vater. Hey, Thaddeus Vater. Hey, Thaddeus Vater. Ich bin Thaddeus, 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 Thaddeus. Okay, tschüss, Thaddeus. Ich bin Thaddeus. Geht es hier noch weitere Thaddeus, von denen ich hier wissen müsste? Miau. Okay. Oh, Kanivana. Er wird langsam bissig, aber das schreckt mich nicht ab. Das schockt mich nicht. Ha 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 ha. Ich glaube, es müsste ein Level-Up für Voltenzo geben. Und ich glaube, ich setze dann Ninjaton wieder in erste Position. Hier gibt es so viele Wasser-Pokémon, unglaublich. Ich kann so nicht weitermachen. Natürlich kannst du, warum setzen sie eigentlich keine Starter mehr ein? Ich wäre jetzt hier mit einem Hydropie ganz zufrieden eigentlich. Wenn man einen Hydropie mal als Gegner hätten. Nicht nur, dass die Maike einen Hydropie einsetzt, ist ja irgendwie langweilig. Und in der fünften Generation werden auch nur die Starter von den Rivalen eingesetzt. Das finde ich auch sehr schade. In der ersten Generation, da wurde es noch von jedem Trainer verwendet, die Starter. Sogar Bisaflor, Glurak, alles mögliche. Aber naja, das ist der Pokémon-Fortschritt. Gegen den können wir nicht ankämpfen und gegen den können wir nichts tun. Kein Mensch kann dagegen was tun. Außer die Macher von Pokémon. Game Freak. Und tschüss, auf geht's nach oben. Ach, mein Stiot ist wirklich lang. Ach so, ich habe ja keinen Schutz aktiv, aber es taucht gar kein Pokémon. Herzschuppe natürlich. Ich will keine Herzschuppe, ich möchte hier einen Schutz einsetzen. Oh Gott, die Route dauert hier echt länger als ich dachte. Na gut, das sind ja auch over 9000 Routen mit over 9000 Verzweigungen mit over 9000 Trainern. Ich habe den schon? Durch das Angeln habe ich eine gelassene Heiterkeit entwickelt. Bitte lass sie mir dir zeigen.
Meinetwegen. Aber setz bitte keine Kabardos ein. Sonst ist meine Heiterkeit weg. 4 Pokémon. Ich dachte schon, jetzt kommen da 6 Pokémon. Das ist immer so ein Anzeichen, dass Kabardos kommen. Haben wir dann nochmal Glück gehabt. Verzaubern wir ihn mal wieder ein bisschen. Yay! Tropius Zauber macht jeden glücklich. Schaut doch mal, wie dieses Zwei mal grinst. Und jetzt, was kommt jetzt? Ah, Weimar, nochmal Weimar. Tu mir hier sehr viele Wale glücklich machen. Wir beschützen quasi die Weimar, indem wir sie verzaubern und auf den Mond schicken. So, komm noch ein Weimar. Okay, Tentara. Thaddeus, was geht's? Was machen wir denn mit dir? Ich glaube, wir verzaubern dich auch mal ein bisschen. Ach, verdammt. Thaddeus ist ein bisschen immun gegen den Zauber. Naja, gut, das ist ein bisschen verständlich. Thaddeus ist ja auch ein Griesgram, ne? Dann müssen wir einfach nochmal einsetzen. Und? Oh, knapp. Tja, jetzt umwickelt Thaddeus unser Tropius mit seiner langen Nase. Aber das wird ihm nichts bringen, denn jetzt ist er komplett verzaubert. Hihihihihi. Tschüss, Tentara. Oder ich meine Thaddeus. So, was kommt jetzt? Wahrscheinlich noch ein Thaddeus, oder? Oder? Kommt noch ein Thaddeus? Tauheido! Wow, 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 wow! Endlich mal eine geile Entwicklungsstufe, die Entwicklung aus Kaiwana. Dem gönne ich in Solarstrahl. Tauheido ist ein richtig gutes Wasser-Pokémon. Freut mich, dass jetzt endlich mal eine Entwicklung kommt, eine richtig gescheite. Nicht nur Tentoxas und diesen langweiligen Schrott. Tauheido ist das Stichwort. Tauheido wollen die Leute sehen, die wo Pokémon spielen. Und tschüss, Tauheido! Die Fähigkeit Rauhaut funktioniert nicht, weil wir Tauheido mit einer Spezialattacke angegriffen haben. Auch wenn ich verloren habe, so bleibt mein Herz doch ruhig. Ja, unser Tropius hat auch schon fast das Level ab, also wir können ja echt super leveln. Auch wenn es sehr langweilig ist, aber naja, wir müssen es hinter uns bringen. Ne? Wir haben es dann hinter uns, danach geht es nur noch mit der Story weiter. Und danach wird es auch richtig spannend, danach kommt nämlich der Boss. Ja, der Boss der Pokémon in dieser Edition, sag ich mal, das stärkste Pokémon, okay. Das zweitstärkste Pokémon, was man in dieser Edition fangen kann. Also vom Pokémon her, nicht vom Level, sondern vom Pokémon her. Oh Gott, hier ist auch wieder so ein Ort, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier, diese Route ist echt sehr lange. Ich glaube, ich muss es doch in zwei Parts aufteilen. Weil in einem riesen Part das zu machen, das dauert ja dann länger als das Blau-Let's Play. Diese Wasserrouten insgesamt dauern länger als das blaue Let's Play gespeedet. Das müsst ihr euch doch mal vorstellen, wie groß oder wie viel Zeit man hier in diesen Wasserrouten verschwenden kann. Und stellt euch mal vor, wir hätten hier keinen Schutz jetzt eingesetzt. Das wäre ja dann noch, das würde dann noch länger dauern. Das müsst ihr euch mal geben, Leute. So, ich glaube, wir haben diesen Bereich hier gut erforscht jetzt. Vermute ich mal. Natürlich gibt es hier bestimmt noch weitere Trainer, die wir übersehen haben. Aber ich möchte das gar nicht. Ich möchte doch gar nicht. Ich möchte es doch eigentlich gar nicht. Aber ich mache es trotzdem, weil ich dieses Spiel komplett durchspielen möchte. Und alle Trainer ausschalten will. Da hilft euer Gejammer jetzt nichts. Wir machen das jetzt. Hallo Kindchen, willst du gegen mich antreten? Nenn mich nicht Kindchen, sonst kriegst du einen Schlag ins Maul. Kapiert? Ich bin fast 19. Am 24.10. werde ich 19, ne? Nur so als Randnotiz. Da bin ich kein Kind mehr. Ach ja, vor einem Jahr übrigens habe ich das Gelb jetzt Play angefangen. Ungefähr. War auch ziemlich erfolgreich. Haben hunderte Leute immer gesehen. Pro Part so ungefähr im Durchschnitt. Vielleicht auch 50, keine Ahnung. Ungefähr im Durchschnitt 50 bis 100. Oh nein! Ist das schon eine Bilanz? Oh, Bilanz. Jetzt werde ich hier zum Kaufmann. Okay, haben wir den schon bekämpft? Hallo, du da! Ne, den haben wir noch nicht, okay. Dieser heuweiße Berg, dort ist Xeneroville. Ja, das wissen wir bereits. Haben wir ja schon in diesem Part bereits herausgefunden. Dagobert! Ich gebe mein Geld nicht her! Okay, Onkel Dagobert, wie willst du es denn haben? Ich glaube, wir verzaubern dieses Kaniwana wieder ein bisschen. Das sieht so, naja, so böse aus. Wir wollen es ja schließlich ein bisschen glücklich machen. Böse Pokémon sind blöd. Tschüss, Kaniwana. So, und jetzt, was kommt jetzt? Dieses Winger verzauber ich nicht.
Da weigere ich mich dazu. Ich tue ihn lieber zu Tode fliegen lassen. Zu Tode fliegen, das ist ein Wort, das ich gerade erfunden habe. Warum geht mein Fliegen immer daneben? Meine Pokémon können nicht fliegen. Die sind Krüppel, die sind zu behindert. Zu behindert! Ich probiere es mal mit einem Solarstrahl. Ich weiß, wir hätten Sonntag einsetzen können, aber gegen Mingal wird schon reichen. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich glaube an dich, Tropius. Jawohl, sag ich doch. Okay, das nächste Pokémon und sein letztes ist ein... Verzaubern wir wieder dieses Kanivana. Yippie, yippie, yay. Verzaubern dieses Kanivana. Ja, 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 ja. Zauberplatz ist immer schön. Und tschüssi. Okay, wann lernt man Tropius endlich Synthese, damit ich Zauberblatt vergessen kann? Dann wird meine Stimme in des Displays total kindlich sein. Oh mein Gott. Ich sollte damit aufhören. Ich sollte echt damit aufhören. Wo geht's denn hier lang? Na, wo geht's hier lang? Sagt mir, dass ihr Steine vom Xenero will. Okay. Sieht ja schon mal sehr interessant aus. Kann aber schon sein, dass wir hier schon waren. Und hier waren wir auch bereits. Ist ja toll. Diese Wasserrouten sind wie ein Irrgarten. Nur noch schlimmer. Aber ist schon okay. Wir wollen ja nur gegen jeden Trainer antreten. Und hier ist eine weitere Trainerin dort hinten, wo wir gerade nicht hinkommen. Wie kommen wir dorthin? Schutz wirkt nicht mehr. Wenn es so weitergeht, verlieren wir noch alle unsere Schütze. Schütze, Plural von Schutz? Naja. Ich surf einfach hier nach oben. Vielleicht finden wir hier schon mal so. Vielleicht geht's hier durch. Mal schauen. Und geht's hier durch? Der Hyperball. Was ein Hyperball? Der liegt hier wahrscheinlich schon seit der Steinzeit hier unten. Den haben wahrscheinlich die Steinzeitmenschen geformt. Naja. Wo ist denn die Stelle, wo es hier weitergeht? Wo geht es denn weiter? Und hier waren wir schon, denn hier ist bereits kein Item mehr vorhanden. Das hat sich wahrscheinlich ein anderer gekrallt. Wahrscheinlich irgend so ein Tentara. Ich bin Thaddeus, Thaddeus. Hier scheint es, glaube ich, weiterzugehen. Hier geht's weiter. Hier geht's bestimmt weiter, oder? Oh je, diese wasserroten Tauchstellen, die sind total verwirrend. Die sind total verwirrend. Dann, wo geht's denn hier jetzt lang? Ach, hier ist Xenerovil, okay. Das hat sie total gebracht. Ich schwimme mal wieder ein bisschen zurück oder ich tauche zurück. Wir tauchen. Sorry, wir surfen ja nicht mehr. Wir tauchen. Tauchen und Surfen sind zwei unterschiedliche VMs. Das muss man schon unterscheiden können. Und wenn ein Pokémon auftaucht, was hoffentlich relevant sein wird, dann werden wir versuchen, es zu catchen. I'm gonna catch them all. Ach verdammt, hier geht's nicht nach oben. Vielleicht geht's hier aber zu dieser Stelle, wo die Trainerin steht. Mal schauen. Und wo sind wir jetzt? Aha, okay, okay. Sieht sehr gut aus. Und da ist sie. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir sind am anderen Ende. Ich bin eine Meerjungfrau. Okay. Du bist eine Meerjungfrau? Nein, bist du nicht. Ne? Okay, Astrid Lindgren hat dir das erzählt, wa? Bist du ein großer Fan von Astrid Lindgren, die Märchen erzählt? Keine Ahnung. Oder erzählt Astrid Lindgren? Wer ist Astrid Lindgren? Wie komme ich auf den Scheiß? Den Namen habe ich irgendwo hier aufgeschnappt. Keine Ahnung. Seemops. Wieder ein anderes Pokémon. Haben wir schon überlegt, ob wir das ins Team tun wollen. Aber, habe ich mir gedacht. Verdammt, was ist unser Wasser-Pokémon? Welches Wasser-Pokémon? Ach ja. Wir haben Evazer. Evazer und... Verdammt, das ist die Entwicklung von Seemops. Walreiser. Welser und Walreiser sind ja fast gleiche Pokémon. Bloß ich finde Welser ein bisschen stärker. Weil. Ja, Welser Erdbeben drauf hat. Wie heißt es? Walreiser. Oh Gott, das ist so. Nee, Walreiser ist dieses Walross-Pokémon. Welser ist dieses Pokémon, was wir haben. Genau. Okay. Ich glaube, hier gibt es gar nicht mehr, oder? Gibt es hier noch was? Warte, hier unten gibt es noch eine Surfstelle oder eine Tauchstelle. Vielleicht finden wir da hier dort ein Item.
Spingal, Level 18. Das ist ein Witz, ne? Das ist der Witz des Jahrhunderts. Okay, wahrscheinlich ist hier ein Secret. Wäre cool, wenn hier ein Secret wäre. Oder es wäre geil, wenn es hier ein legendäres Pokémon geben würde. Oh mein Gott, drei Dinger. Drei versteckte Sachen. Eine Perle. Ist ja schon mal was. Und das andere ist eine... ein Gelbstück. Ich dachte schon wieder eine Perle. Und, hier ist nichts. Ist hier was? Ein Eisen. Ein Yahoo, ein uraltes Eisen, das auch wieder die Steinzeitmenschen hier im Meer verloren haben. Als sie nach Fischen gesucht haben. Als sie Fische gejagt haben, genau. Um ihr Dorf zu ernähren. Scheiße, was haben wir denn jetzt auch angewählt? Ich habe vielleicht eine Fantasie, das ist echt schlimm. Oder echt schön manchmal. Was ich mir alles ausdenke in meinem Köpfchen. In meinem Fantasieköpfchen. Das verzaubert wurde von Tropius, okay. Was braucht eine Verteidigungskraft? Ich gebe es mal Welser. Welser spielt ja eh auf unsere Erholung, unsere Erholungstaktik. Und Zink erhöht, glaube ich, den Spezialverteidigungswert. Das gebe ich einfach mal Logok. Logok wird bestimmt sehr oft von Psychoattacken angegriffen, deswegen, ja. Und tauchen die wieder nach oben. Da ist er. Okay, gibt's hier noch was? Ich glaube nicht. Okay, ab geht's zurück. Oh Gott, wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde hinter uns. Wann ist denn das eigentlich unser letzter Part? Längster Part, ich kann es gar nicht beurteilen. Also ungefähr, unser letzter Part hat hier ungefähr 50 Minuten gedauert. Ungefähr, das heißt, wir sind jetzt insgesamt bei 1 Stunde 15. Ist immer noch nicht unser längster Part. Das ist gerade mal unser zweitlängster Part. Es gibt noch längere Parts. Yu-Gi-Oh! Habe ich einen Part gemacht, der dauert 1 Stunde und 17 Minuten. Den werden wir dann gleich knacken. Und wo geht's denn? Ah, Schutz wird nicht mehr, toll. Aber ich glaube, wir haben soweit fast alle Trainer. Oder ich sag jetzt einfach mal, wir haben jetzt alle Trainer erkundet. Oder besiegt. Falls wir nicht alle Trainer besiegt haben, dann könnt ihr mir ja einen Kommentar schreiben. Oh, da ist noch einer. Ich sehe es dir an, du willst mich herausfordern. Wie viele Trainer gibt es hier denn noch? Wie viele Trainer gibt es denn hier denn noch? Stern, du! There are too many trainers in this on this route. Verzaubern wir es wieder. Okay. Stern, du! Sieht jetzt nur noch Sterne. Oh Mann, hast du nur Stern, du? Also Stern einmal ist ja cool, aber mehrmals. Okay, Komprimator juckt mich nicht, Zauberblatt trifft eh immer. Also tschüss Stern, du. Du hast eine Attacke verschwendet. Du hättest unser Tropius mit einer richtig starken Attacke killen können. Eisstrahl wäre eine coole Option gewesen. Wäre vierfach stark gewesen. Alter, was soll das? Stern ist zwar cool, aber vier Sternlos oder drei ist schwul. Dritter Kill. Langweilig. Tschüss, Stern, du. Du siehst ebenfalls nur noch Sterne. Und das nächste Pokémon ist, wie soll es auch anders sein? Stern, du. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Das hätten wahrscheinlich die wenigsten von euch erwartet, dass ein viertes Stern, du, kommen wird. Weil vorher ja schon drei gekommen sind. Oh mein Gott. Okay. Das war so ziemlich wieder ein langweiliger Kampf. Und Voltenzulent bist toll. Nein, bis ist nichts. Du sollst ja später noch den Pokémon-Wettbewerb gewinnen. Und da hilft dir eine Bissattacke nichts. Da verschreckst du nur die Leute, dieses Publikum. Du bist doch ein süßes Pokémon. Oder ein cooles Pokémon. Ein cooles. Unser Voltenzo ist cool. Nur unser Voltenzo ist das coolste Pokémon im LP. Oder jemals in einem meiner LPs zumindest. Haben wir dich schon? Oh yeah, mein Pokémon kennt Kaskade, aber mir fehlt der Orden der Arena von Cineroville. Oh, gib mir Kaskade, wir haben Kaskade noch gar nicht. Wir könnten den allerdings jetzt mit unserem Pokémon verprügeln und ihnen dann die VM Kaskade abnehmen. So würde Team Rocket denken. In einem Triathlon musst du schwimmen, Radfahren und einen Marathon laufen. Es ist ein mörderisches Rennen, das aus drei Disziplinen besteht.
Wie viele Träne gibt's denn hier noch? Gott, jede Träne wird langsam eine Qual für mich. Oder nicht für mich, für meine Pokémon. Seht euch meinen Tropius an. So viele Wasser-Pokémon. Und Zauberblatt hat nur noch 2 AP. Ist doch deprimierend. Jetzt können wir nur noch ein Pokémon verzaubern. Mit dem herrlichen Zauber von Tropius. Okay, was, wie ist die? Keine Ahnung. Ich kann so schnell nicht lesen. Ich brauche Zeit, bis ich einen Satz gelesen habe. Und jetzt sind wir an der untersten Route wahrscheinlich angelangt. Ich zeige es euch schnell im Pokénav. Und zwar hier unten. Ganz unten, hier kann man Vylots fangen mit einem Superangel. Zu einer Chance von 1%. Also sehr gering eigentlich. Und ja, was soll ich noch so dazu sagen? Jetzt machen wir diese Route und dann beende ich diesen Part. Dann machen wir im nächsten Part diese Route und dann reicht's auch mit den Wasserrouten. Dann war's das. Also in diesem Part noch diese Route und dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir den größten Wasserrouten Scheiß in the History of Pokémon erledigt. Hallo, du da, renn doch nicht von mir weg oder schwimm doch nicht von mir weg. Ich bin mitten in einem Triathlon. Warum sind hier lauter Triathleten hier? Mitten auf dem Meer. Trainierte für die Olympiade 2016? Wo ist die eigentlich? Keine Ahnung. Nächste WM weiß ich, die ist in Brasilien. Und die nächste EM ist, glaube ich, in Frankreich, soweit ich weiß. Und One Kill mit unserem letzten Zauberblatt. Ist ja schön. Ich glaube, ich setze einen Äther ein. Aber zuvor werde ich meinen Tropius noch heilen. Mit dem Zauber von. Wo ist der? Wo ist der? Wir haben keinen Zauber-Items mehr. Scheiße! Wo ist unsere Scheiße? Wir haben keinen Hypertrank mehr. Das kann doch gar nicht sein. Wir haben noch mal welche eingekauft, oder? Oder haben wir die alle verschwendet? So verschwenderisch ich auch bin. Welser, komm her. Also wenn wir ins Losbrunnen sind, mache ich ja auf ähnlichsten Part. Jetzt haben wir glaube ich schon die 1,20 geknackt. Welser ist verwirrt. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Wie auch 110 Pokémon vor ihm. Und dieser Weißnebel bringt überhaupt nichts. Ich weiß nicht einmal, was Weißnebel bewirkt. Ich verwechsel die Attacke mit Bodyguard immer. Bodyguard schützt, glaube ich, vor Statusveränderungen. Dann wird Weißnebel vor keine Ahnung was schützen. Okay, hier ist Wind. Oh, hast du nur Wind, Geist? Du nervst. Einfallslose Pokémon. Schäm dich, Mann. So, das letzte ist ein Carpador. Ne, Sternu. Okay. Wann nennt Welser eigentlich Erdbeben? Welche Attacke verlieren wir denn? Ach ja, Eisstrahl wollen wir ja verlieren, genau. Okay, tauch mal unter. Nein, nicht Komprimator. Da besteht die Chance, dass Welser daneben trifft, daneben zielt. Mit Taucher. So, jetzt ist er unterm Wasser. Unter Meereswasser. Es wäre cool, wenn es da mehr abziehen würde. Quasi so ein Feldpower-Bonus wie in Yu-Gi-Oh! Verdammt, das zieht ja gar nichts ab. Okay, dann wechsle ich wieder zu. Scheiße, schade, dass wir Absol nicht dabei haben. Aber wir brauchen unser Makuhita für Surfer. Ich nehme jetzt anstelle von Absol wieder Tropius. Und riskiere es einfach, dass es drauf geht. Und wenn es drauf geht, dann ist es halt mein Pech. Okay, jetzt riskiere ich Solarstrahl. Und tschüss, Tropius. Ist ja mal ganz nett. Okay, tschüss, Tropius. Bis später. Okay, Welser wird dich rächen. Schau dir mein mächtiges Welser an. Und erstaune vor der Macht dieses Eisstrahls. Eingefroren? Oh, schade, wäre schön gewesen. Nein, die Chance, dass Eisstrahl einfriert, ein Pokémon, beträgt, glaube ich, nur 5%, glaube ich. Ich habe im Wiki nachgeschaut. Ich glaube, das müssten 5% sein. Ich bin mir nicht sicher. Mit der Prozentzahl kenne ich mich nicht so richtig aus. Nur ein bisschen. Also ich weiß, dass bei Giftstachel die Chance 35. Nee, bei Smog ist es 40%, dass Pokémon vergiftet wird. Bei Giftstachel sind es glaube ich 35%.
Und bei den anderen weiß ich nicht. Ach nee, sag los. Oh, jetzt bräuchten wir unser Tropius mit Zauberblatt. Wenn es so weitergeht, setze ich Volt Hand zu ein. Ich glaube, das mache ich jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Stern, du. Oder Stern, du. Ich sag Stern, du. Ich habe keinen Bock, dieses Sch auszusprechen. Blubstrahl. Okay, Sockwelle. Und Sis. Stern, du ist down. Lotte, ich war sicher, ich würde gewinnen. Tja, so kann man sich irren, oder? Oh Mann, ich will nicht in Flussbrunnen ankommen, damit wir unser Tropius wieder mitnehmen können. So, hier ist Sackgasse, jetzt geht's nur noch nach links oder nach oben. Wir müssen nach links, weil wir oben schon alles erledigt haben. Also, auf geht's nach links, nach Westen, nach Osten. Hey, hey, los geht's! Nee, nach Westen. Oder? Westen. Westen, oder? Westen. Ja, es ist Westen. Osten ist rechts. Westen links. Willst du mich verarschen? Andolin. Andolin. Andolin, kenne ich gar nicht. Kennt ihr jemanden, der Andolin heißt? Oder heißt ihr Andolin? Stärke. Auch unser Logok kann gegen Wasser-Pokémon antreten. Autsch, Rauchhaut verletzt ihn zwar ein wenig, aber naja. Logok wird es schon überleben. Kanivana schon wieder. Sag bloß, du hast nur Kanivanas. Einfallslosigkeit zeigt sich aus. Oder zahlt sich aus in Wasser-Pokémon. Autsch. Ey komm, wegen dieser rauen Haut wirst du dich doch kaum killen lassen, oder Logok? Du bist doch hart. Du bist hart wie Stein. Ich nenne dich um in Yanga Kakimoto. Du bist härter als Chuck Norris. Und Yanga Kakimoto ist härter als Chuck Norris. Und Level 38 für Logok. Und Rote Heilo. Na gut, beim Trainer, der zwei Kanivanas hat, da muss man schon damit rechnen, dass ein Toaido kommt. Und tschüss, Toaido. Und Andolin hätten wir besiegt. Geschlagen. Ich wurde geschlagen. Das war's. Fertig. Ne, diesen Part haben wir noch nicht fertig. Erst wenn wir den Rekord geknackt haben. Und ich glaube, wir haben es sogar bald. 5 oder 10 Minuten noch, dann haben wir es. Das ist mein erster Triathlon. Ich bin schon ganz himmelig und nervös. Ich will endlich Flussborn erreichen. Ferdinand. Na, Ferdinand kenne ich. Den Namen kenne ich. Mein Lieblings-Pokémon. Und tschüss, mein Lieblings-Pokémon. Ich kommentiere jetzt gar nichts mehr. Wenn mein Lieblings-Pokémon jetzt kommt, dann kommentiere ich gar nichts mehr. Das ist für mich Kommentierpause. So, Sternu ist down. Wir haben diese Sternu verprügelt und ihm sein Juwel rausgerissen. Und in unserer Sammlung an Juwelen von Sternus hinzugefügt, wo wir schon 1 Million haben von anderen Trainern. Boah, ich habe es nicht geschafft zu gewinnen. Noch ein Trainer. Warum so eilig? Immer mit der Ruhe. Okay, ich bin jetzt ganz ruhig. Keine Panik. Imke. Imke kenne ich auch nicht. Sie hat ein Lampi. Was machen wir denn gegen Lampi? Wir haben mehrere Optionen. Wir können ihn verbrennen, begraben, zum Mond schießen oder ihm unsere Stärke beweisen. Ich glaube, ich begrabe ihn, weil wir hier auf dem Meer sind und total Sinn macht. Okay, Logok gräbt sich unter die Meereserde, obwohl Logok anfällig gegen Meereswasser ist. Also Schaufel auf dem Meer ist total logisch, ne? Wenn ihr mal in Real Life Pokémon seid, ne, wenn Pokémon mal in Real Life auftauchen sollten und ihr auf dem Meer kämpft mit einem Feuer-Pokémon, setzt Schaufler ein und euer Logok, beziehungsweise euer Feuer-Pokémon, gräbt sich unter die Meereserde und wird überleben und den Gegner alle machen. Das kann ich euch versprechen. Pilippa, du bist das doppelte Stadium meines Lieblings-Pokémons.
Da verdienst du gleich doppelten Respekt. Horter. In der vierten Generation erhöht es den Spezialverteidigungswert und die Verteidigungswert zusätzlich noch. Und jetzt weg mit dir. Meins, 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 findet Nemo. Meins. Imke ist down. Oh meine Güte, dabei wollte ich nur ein bisschen entspannen. Entspannen kannst du im Urlaub. Du bist hier nicht auf dem Urlaub, du bist hier im Meer. Meer ist kein Urlaub. Ja doch, vielleicht irgendwie schon, aber egal, komm. Wie lange dauert die Route noch? Wie lange dauert die Route noch? Im tiefen blauen Meer fand mein schwermütiges Herz Trost in den wogenden Wellen. Was labert ihr alles für wirres Zeug? Gott verdammt! Senior Senta! Übrigens ist es der Part mit den meisten Pokémon-Trainerkämpfen, die wir je gemacht haben. Und ich würde sagen, ich glaube, das ist bis jetzt unser längster Part, den wir je gemacht haben, Leute. Gratulation. Ich bin total zufrieden. Wir haben jetzt 1,5 Stunden lang Wasser-Pokémon gekillt. Das ist unglaublich, Leute. Ihr habt eure Lebenszeit super genutzt. Und da wurde dann zu euch Level 40 inzwischen. Beziehungsweise ich habe meine Lebenszeit super total genutzt. In 1,5 Stunden hätte ich lernen können. Lernen. Ja, hätte ich den ganzen Stoff lernen können. Nein, ich mache hier ein paar Wasser-Pokémon kalt. Nur für euch. Fühlt euch geehrt, dass ich sowas für euch mache. Und jetzt, Voltensorge Level 40. Hatte es am Anfang des Parts nicht noch Level 32? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, EP-Teiler, geben wir jetzt mal Welser. Welser ist ein bisschen schwach. Und ich glaube, das passt. Ich kämpfe jetzt noch den restlichen Part mit Slogok gegen ein paar Wasser-Pokémon und dann ja, machen wir die andere Route von Floßbrunn nach Graffitport City. Schutz wirkt nicht mehr. Danke für die Info. Wo ist der Schutz? Wo ist der scheiße Schutz? Hier ist der scheiße Schutz. Okay. Und wo ist hier Floßbrunn? Floßbrunn. Wo ist Floßbrunn, Mensch? Floßbrunn! Hilfe! Ich bin hier gestrandet. Ich habe mich im Meer verlaufen. Im Meer verlaufen? Ja gut, im Meer kann man sich schon verlaufen. Wenn man zum Beispiel auf einem einsamen Boot ist oder sowas. Hallo, renn doch nicht von mir weg. Ich bin dein Freund. Ich will nur deine Pokémon töten und dann verpiss ich mir auch schon wieder. Und dann raube ich mir noch dein Geld als Prämie. Was für eine Überraschung. Ich habe im Meer keinen Trainer erwartet. Ich denke, wir sollten kämpfen. Hier sind überall Trainer. Wir haben ja schon gegen 30 Trainer in diesem Kampf, in diesem Part gekämpft, mindestens. Seeper, Seeper, Seeper. Naja gut, immer ein bisschen Abwechslung mit Seeper. Stärke. Und tschüss, Seeper. Und sein nächstes Pokémon ist Gyarados. Was machen wir denn mit Gyarados, hä? Was meint ihr? Was machen wir denn mit Gyarados Stärke? Und natürlich überlebt Gyarados es nicht. Gyarados ist ein harter Brocken. Und nochmal Stärke. Und ja. Ihr seht, unser Logok steht wie Jesus auf dem Meer. Und zwar direkt auf dem Meer drauf, wie ihr es sehen könnt. Und Gyarados ebenfalls. Das ist übrigens das Rote Meer. Im Roten Meer kann man ja bekanntlich stehen. Für die, die es nicht wissen. Dieses Kind ist unglaublich stark. Du nennst mich nicht nochmal Kind, sonst kriegst du eine geschellt. Dann nenne ich dich Kind. Route 131. Oh nein, noch eine Route. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Und hier ist eine Tauchstelle. Toll. Kommen wir allerdings nicht drüber. Fragt sich nur, warum. Nein, ich will doch gar nicht drüber. Wahrscheinlich gibt es hier irgendein legendäres Pokémon hier drüben. Ich will es gar nicht wissen.
So, hier, noch ein Trainer. Das Meer wimmelt von Pokémon. Es ist nicht leicht, hier zu schwimmen. Okay, Dialekte langweilen mich langsam. Enno. Hey, Enno, was geht? Ich kenne kein Enno. Auch wieder ein Name, den ich nicht kenne. Also, wenn ihr mal ein paar Namen sucht, dann spielt Pokémon. Dann fallen euch viele Namen ein, die ihr braucht. Für zum Beispiel, falls ihr irgendwie in der Schule irgendwie so viele Namen wissen müsst, wie ihr könnt, ne? Dann spielt so Pokémon den ganzen Tag und dann schreibt ihr jeden Namen, den ihr da bei den Trainern findet, auf. Und euer Lehrer wird euch darauf eine 1 geben. Pokémon, die von Trainern aufgezogen wurden, sind sehr stark. Ja, das weiß jeder. Jetzt ist hier oben noch was. Doppelkampf! Und ist hier noch was? Hier ist auch noch eine. Oh nein, das sind zwei. Drei! Was soll denn der Scheiß jetzt? Warum lieben Männer Bikinis oder so? Sie standen alle mein Bikini an. Naja. Ich will das, was hinter dem Bikini ist, sehen. Entschuldigung. Golki. Warum hast du ein Golki? Hast du irgendwie Sehnsucht? Vogelschlag. Was machen wir denn mit Golking? Ich würde sagen, Stärke! Bald hat Stärke gar keine AP mehr, so oft wie wir jetzt gerade Stärke einsetzen. Aber unsere Pokémon haben in diesem Part sehr gut gelevelt. Ich bin erledigt. Gib mir dein Bikini. Vielleicht bewundern die Männer nicht mein Bikini, sondern mich. Ach nee. Das hätte ich echt nicht gedacht. Okay. Die See, soweit mit den Augen, was, soweit ich mit den Augen sehe, das Meer macht mich krank und müde. Ach hey, ein Wortspielchen, ein Komiker, Benno. Okay, du Komiker, treten wir deinen Weilot zum Mond, dann bist du kein Komiker mehr. Dann kannst du deinen Weimar auf dem Mond, ja, mit einer Rakete besuchen. Einmal auf dem Mond ergibt einen Sinn. Weil auf dem Mond, ne? South Park. Wer South Park kennt, weiß, dass es logisch ist. Ein Ball auf dem Mond. Sie fliegen zum Mond. So, und jetzt Schaufler. Graben wir mal ein Grab für Tentoxer. So, und jetzt rein mit dir ins Grab. Die Beerdigung wird nie stattfinden. Niemand wird dich jemals finden hier auf dem Meer. So, noch eine Trainerin. Hey Engelchen, warte! Wir sollten kämpfen, du und ich. Nein, danke. Später. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss diesen Part beenden. Lass mich, Janka! Janka! Janka Kakemoto gegen Janka. Ja, wer bist du denn? Was, du nennst dich mir Janka? Es gibt nur einen Janka und der bin ich. Ja. Okay, du denkst, du seist Janka Kakemoto? Du verdammter Faker, ich dreh dich zum Mond, du Scheißzeper! Und tschüss! Niemand nennt sich so wie ich. Niemand, es gibt nur einen Janka. Und der bin ich. Weimar, treten wir seinen Weimar zum Mond, dieses Fakers. Und tschüss, du hast ausgeweimert. Weil auf dem Mond. Du kannst Wilsiak Grüße vor mir ausrichten. Und Pelipper, das Lieblings-Pokémon von KLP. Was machen wir denn mit dem? Ich weiß. Wir frittieren ihn. Oh. Weißnebel. Soll das ein Scherz sein? Du willst mir ein Weißnebel weiß machen, dass du Weißnebel einsetzt hast? Und jetzt willst du das Ganze noch auszögern? Damit meine Stimme noch mehr kaputt geht? Weil ich die Stimme so krass verstelle? Dass ich dann Halsschmerzen haben werde, nach diesem Part. Das kannst du knicken. Ja, Welser, ich glaube 36 und lernt Erdbeben, weil es von Janka Kakemoto trainiert wurde. So, KLP hat mir gesagt, ich soll Eisstrahl verlernen. Warum Eisstrahl verlernen, wenn Eisstrahl eine geile Attacke ist, aber gut. Eisstrahl weg und Welser lernt Erdbeben, dank Janka. Ja.
Du bist stärker, als du aussiehst. Ich bin stärker, als deine Mutter aussieht. Okay, wo geht's denn hier jetzt lang? Floßbrunnen. Ach, richtig, wir wollten ja noch. Hier ist ein Doppelkampf und hier ist Floßbrunnen. Okay, Leute, der letzte Kampf in diesem Part. Wir nehmen es als Geschwister mit dir auf. Und im nächsten Part Stadterkundung, Floßbrunnen und die letzte Wasserroute in diesem Spiel. Tobi und Una. Okay, Azume und mein Lieblings-Pokémon. Ich würde sagen, ich gehe nur auf mein Lieblings-Pokémon los, und zwar mit Stärke. Erdbeben. Ich möchte den Erdbeben mal ein bisschen nutzen. Okay, ich wechsle zu... Scheiße, Ninjatom funktioniert. Okay, Ninjatom wechseln und Erdbeben. Kann zwar jetzt sein, dass Flügelschlag von Wingard kommt und so Ninjatom drauf geht, aber es ist mir egal. So, hier Erdbeben. Für dich, Azumarill. Und da ist Step drauf. Und ein Volltreffer. So, was kommt jetzt? Flügelschlag, jede Wette. Flügelschlag. Flügelschlag, ich rieche einen Flügelschlag. Superschall. Okay. Dann mache ich es jetzt so. Ich setze jetzt einfach mal Schutzschild ein. Und, Taucher. Schönen Dank auch. Wer hat meinen Ninjatom paralysiert? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Irgendwie ist Weißnebel die längste Animationsattacke der Welt. Oder wie es gibt. Oh Mann, das hat ihn gerade mal zur Hälfte seine KP abgezogen. Und jetzt wird er leiden. Das ist die Leidensattacke von Ninjatom. Er überträgt den Leid, den Ninjatom als Kindheit hatte, auf das gegnerische Pokémon. Und das gegnerische Pokémon erlebt die Kindheit von Ninjatom in echt. Okay. Nein. Nicht selbst verletzen. Okay. Ninjatom ist down. Tschüss, Ninjatom. Oder? Oh. Das war klar. Das war knapp. Das war knapp. Das war very knapp. Gut, das war der letzte Kampf in unserem längsten Part ever. Ich konnte nicht gewinnen. Trotz unserer Zusammenarbeit. Und jetzt in den Floß. Boah, jetzt werde ich noch 5 Minuten ein bisschen tot quatschen. Aber es ist okay. So, jetzt haben wir die Wasserroute endlich hinter uns. Nein, bla 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 bla. Nein, 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 nein. Okay. In diesem Part haben wir nur das hier gemacht, ne? Diese gigantische Wasserroute hier. Alles in 1 Stunde und 40 Minuten sind wir, glaube ich, schon. Im nächsten Part Stadterkundung, Floßbrunnen und das hier, diese Route hier. Route 132, Route 133 und Route 134 plus Siegelkammer. Da werden wir uns noch einen Weidelord fangen müssen. So, vorher. Mal schauen, wie lange das dauern wird. Vielleicht werde ich das Pokémon dann offscreen trainieren und dann werden wir schauen, ob es geht, die Siegelkammer. Weil es geht erst nach der Liga. Egal, wir werden es testen, ob es vor der Liga geht oder nach der Liga. Also im Wiki steht, nach der Liga geht es. Aber wir werden uns mal vom Gegenteil überzeugen lassen und uns überraschen, ob es auch vor der Liga geht. Und wir die vom PokéWiki erstaunen lassen können. So, ansonsten gehen wir dann hier die Unterwasserruine absuchen. Danach Xenerowill, wo wir unseren letzten Orden erhalten werden. Starterkundung auch noch, muss ich dazu sagen. Dann geht der Kampf gegen Groudon los. Und danach machen wir uns auf dem Weg nach Fachpolis City über die Siegelstraße in die Liga. Fordern die Top 4 heraus und den Champion. Und schließlich dann die Regis und Raikwaza. Und damit wird dann dieses Let's Play enden. Boah, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen zu viel gesülzt, sage ich mal. Ich stelle mich raus, damit ich sehe, aha, das hier ist der neueste aktuelle Part. Und ich mache jetzt einmal Schluss, ne? Das war unser längster Part ever, Leute. Ich weiß nicht, ob wir diesen Rekord auch noch jemals wieder knacken werden, weil ich glaube, was Längeres als diese Wasserroute werden wir kaum in einem anderen Pokémon-Let's Play machen können, weil das ist hier die längste Wasserroute in der Geschichte von Pokémon. Und Wasserrouten dauern immer so lange. Also, naja, ich mache jetzt erstmal Pause, Ende. Ich renne jetzt Part.
lade ihn vielleicht noch hoch, wenn ich noch Zeit habe. Wahrscheinlich werde ich es machen müssen. Weil hier, ja. Weil hier, weil ich habe ja gesagt, ich lade den Part heute hoch, ne? Und ich werde es dann machen müssen. Das ist meine Pflicht. So, jetzt habe ich noch gut 5 Minuten zu Tode gequatscht, damit wir jetzt bei 55 bei mir auf die Uhr Schluss machen können. Bei euch ist es jetzt wahrscheinlich 1,45 oder so. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Part.